Auf die Plätze, fertig, los. Anmoderation. Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream von Iggy's Kosmos. Diesmal bin ich aber nicht alleine, sondern habe drei Mitstreiter dabei, die sich jetzt mal nebenbei ganz kurz vorstellen können. Chris? Ja, hi, hi zusammen, hi. Ja, Andreas, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Wir haben jetzt schon ein paar Runden hinter uns als astronomisches ne, Quartett und freue mich wie jedes Mal bei euch zu sein, mit euch zu diskutieren und in Glühen zu halten. Wer mich noch nicht kennen sollte und wer auch vielleicht dieses Gesicht noch nicht kennen sollte, Chris ist mein Name, ich betreibe den YouTube-Kanal Video Space News. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht kennen solltet, dann kommt gerne auch bei mir vorbei und guckt euch das mal an, was ich so mache. Bin schon tatsächlich ein bisschen länger dabei, seit 2016, nicht so lange wie Andreas, aber schon einer der älteren Kanäle und ja, versuche immer ein bisschen spannende Geschichten auszugraben und hoffe, dass ich heute auch ein bisschen Input liefern kann. Vielen Dank. Übrigens, sehr cooler Kanal hast du. Dann Moritz. Dankeschön. Hey, ich bin der Moritz. Ich habe einen Weltraumtechnik-YouTube-Kanal seit 1,5 Jahren. Und da geht es um ja, SpaceX, die NASA und ja, alles, was senkrecht nach oben fliegt. Deshalb auch der Kanal Senkrechtstarter. Und ja, ich freue mich mega, dass wir hier diese Runde gefunden haben und das auch tatsächlich jetzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit jeden Monat machen. Ja, das dritte Mal jetzt mittlerweile. Ja, auch sein Kanal ist echt top und auf jeden Fall lohnt es sich, da mal hinzuschauen. Auch bei Chris' Kanal selbstverständlich. Und Silvan haben wir auch mit an Bord. Hallo, ja, danke für die Vorstellung. Hallo und ja, für die Einladung auch. Herzlichen Dank. Mein Name ist Sirwan. Ich habe im November Mars-Chroniken gegründet. Da geht es bei mir auch viel um SpaceX und Raumfahrt. Ich habe persönlich, glaube ich, wenn ich glaube ich, ich weiß, dass ich in dem Thema nicht unbedingt beheimatet bin. Ich komme eigentlich aus der Fotografie, aber ich interessiere mich unheimlich für das, was gerade in der Raumfahrt passiert, und bin voll aufgeregt und bin froh, dass ich hier dabei sein kann. Vor allem, weil ich der Jüngste sowohl mit meinem Kanal als auch alterstechnisch bin. Musstest du das Und jetzt unbedingt anbringen, Sören? Ganz im Ernst jetzt freue mich mal. echt, hier dabei zu sein, Du wenn man musst so nicht direkt verletzend werden. Das ist nicht ja. Und ich freue mich vor allem auch, dass ich immer von euch wieder lernen kann. Und ich bin unheimlich dankbar, hier Teil dieser Runde zu sein, dieser Illustren. Also, und ich freue mich unheimlich auf die heutige Diskussion. Und danke natürlich an die Zuschauer. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ja. Dem kann man nichts hinzufügen. Vielen Dank. Auch sein Kanal lohnt es sich zu besuchen. Sehr viele interessante Neuigkeiten zum Weltraum und vor allem auch zur Weltraumfahrt. Wir reden heute auch über ein Thema, das sehr viel mit dem zu tun hat, was wir halt so machen. Wir reden heute halt über eine Mondkolonie oder Schrägstrich Mondbasis. Und ja, also da gibt es natürlich viel zu sagen. Wir sind eigentlich ja alle Experten in diesem Bereich. Aber erstmal, bevor wir dann überhaupt über eine Mondbasis reden, reden wir mal darüber, warum eigentlich der Mond? Was gibt es dort? Was kann man dort finden und welche Vorteile hat es, auf dem Mond zu sein? Da möchte ich ganz kurz auch anfangen und überhaupt mal erzählen, was es mit dem Mond auf sich hat. Mond und Erde haben ja sozusagen eine gemeinsame Geschichte. Irgendeines Tages, als nachdem die Erde schon entstanden ist, die Protoerde, ist ein Planet namens Theia oder Chaia, je nachdem, wie man das ausspricht, in die Erde gekracht, und zwar mit ziemlich großer Geschwindigkeit im passenden Winkel. Und dabei wurde so viel Auswurfsmaterial erzeugt durch den Impact, dass der Mond sich dann in der Umlaufbahn des Protoplaneten Erde verfestigt hat. Und mit der Zeit ist der Mond dann immer weiter von der Erde weggedriftet, hat aber über die Jahrmilliarden hinweg die Erde in ihrer Rotation stabilisiert, hat die Erdachse stabilisiert, und ohne Mond könnte es wahrscheinlich, so die meisten Wissenschaftler, kein Leben auf der Erde geben. Das ist ganz interessant zu wissen, dass es ohne unseren Mond eigentlich gar nicht geht. Und wir
Also die Lebewesen der Erde sind ja schon sehr eng mit dem Mond an sich verbunden. Und was liegt da näher, als auf den Mond zu fliegen? Und zwar nicht zum ersten Mal. Wir wissen ja schon, dass es eine lange Geschichte der Monderkundung gibt, sondern dass wir wieder auf den Mond fliegen. Und darum geht es ja heute auch. Was können wir auf dem Mond mit der heutigen Technologie oder vielleicht auch mit Zukunftstechnologie erreichen? Da wäre jetzt mal ganz interessant, zum Beispiel mal sich diesen Bereich anzuschauen, der mit dem Abbau von Ressourcen zu tun hat. Und da kann euch Chris doch was dazu sagen. Ja, wir hatten ja so ein ähnliches Thema tatsächlich beim letzten Livestream. Da ging es ja so ein bisschen um Abbau Ressourcen im Weltall. Leider konnten wir das Thema Mond nicht so richtig durchnehmen, aber es ist schon natürlich richtig, was du sagst, Andreas. Der Mond hat halt, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Die anderen kennen das schon bei mir. Das kann ein bisschen dauern. Der Mond hat halt verschiedene Vorteile, ne, als Kolonisierungsziel. Er ist halt relativ nah. Wir können relativ schnell hinfliegen, ne? Wir sind relativ schnell wieder zu Hause und wir waren schon mal da. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Und wir wissen relativ viel über den Mond, ne? Und eine der Ressourcen, die dort ja mutmaßlich vorhanden ist, ist halt Wasser. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn ich vor Ort Wasser schöpfen kann, dann muss ich das nicht alles von der Erde dahin bringen, ne? Und das wäre natürlich schon mal eine richtig coole Sache, wenn man das machen könnte. Das ist ja unter anderem auch der Grund, warum diverse Forschungsmissionen jetzt im Rahmen dieses Commercial Lunar Payload System halt zum Südpol des Mondes fliegen, weil man dort eben Wasser in den permanent beschatteten Kratern des Mondes vermutet am Pol. Und eine dieser Missionen, das hatten wir beim letzten Livestream ganz kurz angesprochen, ist die Mission, die den Viper Rover oder den Viper Rover auf den Mond bringt. Die soll 2024 starten. Und an Bord dieses Landers, der dort landet, der übrigens, das ist gerade bekannt gegeben worden, auch mit einer Falcon Heavy starten wird, haben wir vor 2 Tagen erfahren, dann wird es ein Experiment geben, was explizit halt dafür da ist, einen Bohrer in den Boden zu bohren im Mond und dort Wasser halt nachzuweisen. Ne? Also das ist ein etwas größerer Schritt und das ist in meiner Augen so ein bisschen auch eine der Kerntechnologien, die wir entwickeln müssen, um eine Mondkolonie wirklich nachhaltig darzustellen. Das ist halt die Technologie, dort vor Ort halt Wasser zu gewinnen. Ne? Ich denke, wenn wir, sag mal, für kurzfristige Aufenthalte auf der Oberfläche, da kann man Wasser mitbringen, das ist alles kein Thema. Aber ich glaube, wenn wir das mal vergleichen mit so einer Antarktisstation, wo vielleicht ein Dutzend Menschen tatsächlich über Monate oder ja, auf jeden Fall über Wochen und Monate bleiben wollen, dann muss das natürlich gewährleistet sein, dass da irgendeine Art von Nachschub vielleicht, also dass man Ressourcen vor Ort einfach nutzt, ne? Was man leider auf dem Mond natürlich nicht hat, ist Atmosphäre, ne? Das heißt, so Sachen wie dort Treibstoff gewinnen, das wird dann wieder ein bisschen schwierig, wenn man von dieser Wasserstoff-Sauerstoff-Geschichte weggehen sollte und zum Beispiel für das Lunar Starship, also Methan, ist dort sicherlich nicht irgendwie herzustellen, ne? Das heißt, hier sind natürlich Systeme mit Wasserstoff-Treibstoff ein bisschen im Vorteil, ne? Und ansonsten denke ich, dass halt eine Technologie, die wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickeln müssten, ist auf jeden Fall die der Lebenserhaltungssysteme, also der geschlossenen Kreislaufsysteme. Ich hatte das auch schon mal in irgendeinem Video kurz angesprochen. Das ist so, man rechnet zum Beispiel auf der ISS heute mit einem Wasserbedarf von einer Gallone pro Astronaut. Eine Gallone sind ungefähr, ich glaube, sind ungefähr 3,8 Liter oder sowas pro Tag. Und das ist ziemlich viel, ne? Und das Lebenserhaltungssystem der ISS, das ist ja so ein geschlossenes Kreislaufsystem, das schafft es, diesen Wasserverbrauch ungefähr auf ein Drittel davon zu reduzieren. Das ist aber natürlich immer noch relativ viel Wasser, ne? Wenn man das über viele Tage und Wochen rechnet. Ne? Das heißt, um das ein bisschen effizienter zu machen, Atemluftaufbereitung und so weiter, ich denke, da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Ja, Und dann natürlich, ne, Power, 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 ne? Also Energiesysteme, ne? Glücklicherweise hat man jetzt auf dem Mond natürlich ähnliche Sonneneinstrahlung wie auf der Erde, weil wir einfach nicht so weit auseinander sind, ne? Das heißt, Solarenergie wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber ich habe auch schon Stimmen gelesen, die gesagt haben, dass man schon auch gucken sollte, dass man eventuell so in Richtung Kilopower auch geht, was die Monderforschung angeht. Hat vielleicht ein oder andere schon mal was gehört, ist ein kleiner, im Prinzip eine Art thermonukleares Element, was mit einem Stirling-Motor halt, das einen Stirling-Motor antreibt und da auf dem Weg halt Energie erzeugt.
Ne? Und das sind, denke ich, so die Kernbereiche, die wir auf jeden Fall entwickeln müssen. Ja, vielen Dank. Das war, wenn ich jetzt nicht wüsste, also entweder ob du es frei vorgetragen hast oder abgelesen hast, das weiß man nicht. Das war perfekt vorgetragen. Vielen Dank, sehr interessant. Danke, Wie danke, immer von danke. dir. Ja, das war ja jetzt schon mal ziemlich viel. Da wissen wir ja schon mal, was wir auf jeden Fall vorbereiten sollten, beziehungsweise was wir weiterentwickeln sollten. Silvan, wie sieht es denn aus, was du hast? Also, was könnte man denn, wenn man dann jetzt auf dem Mond jetzt schon wäre, mal angenommen, was für Vorteile hätte das denn? Nun ja, für die, ich höre mich selber irgendwo. Der Vorteil wäre natürlich die geringere Gravitation vom Mond. Dadurch ist es einfacher, von dort wegzukommen und ins restliche Sonnensystem zu reisen, insbesondere am Anfang vermutlich auch zum Mars. Da brauchst du einfach weniger Treibstoff, ist vermutlich ein guter Zwischenstopp. Nun, die Sache ist jetzt aber, wenn du zum Beispiel ein Schiff hast, das mit Methan betrieben ist und du kannst dort keinen Methan herstellen und müsstest Methan erst mitnehmen, stellt sich die Frage, ob das dann zum Beispiel überhaupt notwendig ist, auf dem Mond einen Zwischenstopp zu machen. Sind dann, wie du sagst, Chris, vermutlich die Systeme, die mit Wasserstoff betrieben sind, im Vorteil. Also, ich weiß gar nicht, wenn es jetzt zum Beispiel um Starship geht, ob das für Starship jetzt unbedingt Sinn machen würde, diesen Zwischenstopp zu machen, wenn es eine Mondversion vom Starship gibt, die nur dafür da ist, um zum Mond zu fliegen und zurück, beziehungsweise wenn dieses System da ist, um Menschen zum Mond zu bringen, weil dieses HLS wird ja nicht auf der Erde landen, so, oder soll zumindest nicht auf der Erde landen, deswegen hat das ja auch keine Aeroflächen. Ist ja dann die Idee auch eine Art Raumstation um den Mond zu bauen, um dort die Landung nicht unbedingt notwendig zu machen. Einfach nur, sorry, ich stehe ein bisschen auf der Leitung. Einfach nur, um diese Reise einfacher zu machen, weil du brauchst immer diesen Zwischenstopp, um dort vielleicht eine Kapsel anzubringen, die nur dafür da ist, um von der Raumstation Menschen und Güter zur Mondoberfläche und zurückzubringen. Du hattest, ich glaube, was du angesprochen hattest, das war jetzt, du würdest jetzt eine lunare Orbitalstation meinen, wahrscheinlich auch, oder? Genau. Also, was ich mir da halt auch jetzt im Zuge der Vorbereitung und so gedacht habe, wäre ja, wenn man jetzt bereits Material im Orbit um den Mond hat, müsste man ja sozusagen nur kurz hinfliegen oder im Orbit der Erde, je nachdem, was halt praktischer ist. Und dann hätte man ja schon einen großen Teil des Materials schon da und müsste dann nicht alles dutzendfach mit irgendwelchen Raketen dann nochmal hochschießen. Das wäre ja zumindest ein Vorteil, was das angeht. Jeden Also Fall. bei dem LOPG, also dieser Konzept, was die NASA da eigentlich ursprünglich mal entwickelt hat, zu sagen, das ist der Ausgangspunkt, um Missionen zum Mond zu machen. Da hat man sich sehr viel vorgenommen oder beziehungsweise wollte das so auslegen, dass man damit sehr viel machen kann. Also dass man im Prinzip, wenn man wieder zum Mond zurück will, dass man dann auf jeden Fall auf die Pole scharf ist, weil man da Sachen findet oder Sachen machen kann, die man vorher nicht gemacht hat, weil die Apollo-Missionen, die waren alle eher in der Äquatornähe. Das erfordert eine bestimmte Art von Missionsprofil. Und um diese Mission möglich zu machen, aber auch um weitere Ziele zu machen, da geht es dann zum Beispiel auch um Deep Space-Missionen, also eventuell zu einem Asteroiden mal später oder sowas, kam man dann irgendwann auf dieses LOPG, also auf diese Mondraumstation, und die sollte eigentlich auch als Basis oder als Grundpfeiler dienen und dann von da aus dann die Mondlandung ermöglichen. Und dann, weil das dann ja immer alles politisch wird oder so, ist man dann davon weggekommen, weil man gemerkt hat, das dauert alles länger und wir kriegen die Gelder schneller, wenn wir einen direkten Weg zum Mond forcieren. Und dann hat sich das alles irgendwie so ein bisschen geändert. Und da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage von wegen, was ist denn jetzt eigentlich das Konzept, was jetzt weiter verfolgt
wird. Und das wird, glaube ich, die aktuelle Legislatur auch zeigen. Also das heißt, wir haben ja jetzt einen neuen Präsidenten in den USA und ich glaube, die NASA wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch danach wahrscheinlich ein bisschen neu orientieren. Was meinst du dazu? Was ist da deine Idee zu? Chris, ja. Sorry, man sollte sich natürlich erst entmuten, ne? Alter Trick, wenn ihr Videokonferenzen habt, ne? Die Mikrofone wohl klicken, dann hört man euch auch. Nee, ich denke, also tatsächlich bin ich, was die Slopgy angeht, ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Warum hat man das Slopgy konzipiert oder dieses Gateway konzipiert? Weil man ein Ziel brauchte für Orion. Und aus keinem anderen Grund. Das ist meine Meinung dazu. Und es hat auch diesen rektilinearen Halo-Orbit, weil man halt mit dem Service-Modul, mit dem in Europa gebauten European Service-Modul, keinen anderen Orbit so richtig gut erreichen kann um den Mond, ne? Wenn man in einen Orbit eintreten möchte. Das Gateway hat ja auch wirklich nicht nur Freunde und es ist ja aus dem kritischen Pfad auch rausgenommen worden, ne? Für die Mondlandung. Man wusste, dass man das nicht zeitlich einfach nicht hinkriegt. Wir wissen ja jetzt, dass zwei Module gemeinsam gestartet werden, ne? Und zwar mit einer Falcon Heavy und das wird irgendwann im Februar 2025 da ankommen, wenn es denn dann gestartet wird, was wir gedacht haben. Und das würde ja schon mal bedeuten, dass das für die 2024er Mondlandung, die nicht stattfinden wird, das wissen wir alle, wäre es ja aber sowieso viel zu spät gekommen, ne? Und man fragt sich natürlich schon so ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit, ne? Auf der einen Seite sehe ich es natürlich als Technologieträger, denn es wird die erste dauerhaft bemannte Raumstation. Und ich meine, diese Slop-G-Raumstation, das ist eigentlich eine Art Raumschiff, ne? Es hat ein Service-Modul, ja. Es hat ein Habitationsmodul, es hat eine Kommandobrücke, es wird mit Logistikmodulen versorgt und so weiter. Es hat einen solarelektrischen Antrieb, ja. Und eigentlich ist das schon so ein Gerät, was man sich so ähnlich vorstellen könnte für tatsächlich eine längere Mission. Und es gab tatsächlich auch im Rahmen dieser ganzen Gateway-Konzeption gab es auch die Idee, tatsächlich eine Art Mars-Raumschiff zu bauen. Ja, das ist leider vom Tisch gewesen mittlerweile, um halt genau diese man ist halt schon ne, relativ weit weg von der Erde, aber im Krisenfall halt relativ schnell auch wieder zurück. Um das halt zu benutzen, um Technologien auszuprobieren, um halt weiterzukommen. Ne? Das war durchaus ein Treiber, durch den Fokus jetzt auf den Mond erstmal. Der Mars ist ja leider so ein bisschen entschwunden. Ich sehe jetzt so den richtig großen Sinn jenseits von dem jetzt konkret für eine Mondbesiedlung nicht. Es wird sich zeigen, ob das Gateway weiterhin, sag ich mal, nachhaltig Bestand hat. Ne? Im Moment würde ich, glaube ich, schon denken, dass es das tatsächlich gestartet wird. Dafür sind die auch zu weit mittlerweile. Verträge sind ja abgeschlossen. Auch Europa ist ja schon in Startlöchern für dieses Habitationsmodul, für das IHAB, ne? Und insofern, ich denke, es wird kommen. Ja, ob das, na, ich weiß nicht, ne? Da fliegt man einmal im Jahr hin, das ist der Plan. Und einmal im Jahr ist da eine Mission für ein paar Wochen. Also ich weiß nicht, unter nachhaltig bewohnt verstehe ich dann tatsächlich was anderes, ne? Also ich Aber denke, das ist ein eine, sorry, eine Frage, Chris, oder gibt es aber auf dem Mond keine Rohstoffe, die so wertvoll wären, dass es sich durch die Nähe eben auszahlen würde, sie auf die Erde zu holen oder zu verwenden, so dass es sich wirtschaftlich irgendwie, dass es wirtschaftlich interessant wird, um dort Menschen dauerhaft oder längerfristig oder viele Menschen dort anzusiedeln, die dann arbeiten dort, forschen und arbeiten. Gibt es da nicht irgendwie sowas, dass man was so wertvoll wäre? Also, meiner Meinung nach ist das tatsächlich so was, also ich weiß, ne, es gibt diese Helium-3-Geschichte, diese Helium-3-Debatte. Aber nun gibt es ja den alten Witz, ne, die Kernfusion ist 30 Jahre weg und zwar schon seit 50 Jahren. Ne? Insofern, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, der Mond als Rohstofflieferant, das sehe ich nicht so. Also persönlich, ne, ich mag da falsch liegen. Ich wünsche mir, dass ich falsch liege, aber ich glaube tatsächlich, ich sehe das so ein bisschen wie halt so eine Antarktis-Forschungsstation. Ich glaube, es liegt enormer Wert drin, auf dem Mond selber Forschung zu betreiben, auch um halt Technologien zu erproben und zu erlernen, um halt auch auf anderen Himmelskörpern zu leben.
ich würde auch enormen Wert halt darin sehen, zum Beispiel die dunkle Seite des Mondes auf irgendeine Weise astronomisch irgendwie auszunutzen. Es gibt ja diese Ideen für ein sehr großes Teleskop auf dem Mond, auf der Erde abgewandten Seite, solche Geschichten. Also ich glaube, da ist viel, viel an Wissenschaften, viel an Forschung und viel an Erkenntnissen zu holen. Ich fände es auch super cool, ne? Moritz, du hattest das Buch Artemis erwähnt. Von Andy Weir, wer es noch nicht gelesen hatte, sollte das auf jeden Fall tun. Oder auch von Frank Schätzing, wie heißt das nochmal? Kein Limit oder vielleicht weiß Ja, es einer. am Limit, Ein glaube Limit ich. oder sowas. Auch Irgendwie das sind sowas, sie ja. cool. Vielleicht der Mond auch als irgendwann mal als Touristendestination. Warum nicht? Ein bisschen unter verringerter Schwerkraft irgendwie leben da. Warum nicht, ne? Zu meinen Lebzeiten. Ich habe ja zufällig im letzten Video mich geoutet, wie alt ich eigentlich bin. Schauen wir mal. Also Wasser könnte ich mir schon vielleicht vorstellen, ein bisschen, ne, wenn du sagst von wegen, also etwas vom Mond in den Mondorbit zu bringen, ist relativ einfach. Also im Vergleich jetzt irgendwie zur Erde oder so, wenn ich jetzt sage, wenn man irgendwie an große Mengen an Wasser rankommen würde, die man irgendwie leicht erschließen könnte, was so, noch so ein bisschen die Frage ist, weil ich glaube, das, was wir momentan so von Wasser auf dem Mond wissen, das ist dann meistens im Regolith drin. Das heißt, du musst es da auch irgendwie nochmal rausholen und so. Also es ist nicht so hundertprozentig einfach, glaube ich, das zu gewinnen. Aber es wurde nachgewiesen dann in irgendwelchen beschatteten Kratern. Und wenn man jetzt Wasser hätte, an das man leicht rankommen könnte, könnte ich mir vorstellen, oder ich meine auch, dass es diese Konzepte gibt, zu sagen, wegen, dass man, also das ist Science Fiction, ne? Aber im Prinzip, dass man in einem Mondorbit Wasser gelagert hat, was man dann nutzen kann für die Deep Space-Missionen, ob das jetzt zum Mars ist oder ob das zu Asteroiden ist oder so. Aber ja, dafür brauchst du schon die ganze Infrastruktur auf dem Mond auch. Und die aufzubauen ist jetzt auch nicht unerheblich. Könnte eine derartige Station zumindest jetzt nicht unbedingt Exporteur von Rohstoffen werden, sondern einfach nur rohstoffautark den eigenen Bedarf abdecken? Wäre das, weiß nicht, was gibt es denn dort noch außer Wasser Ich und glaube, Chemie? dass man da auf jeden Fall, wenn ich mich da kurz auch einhake, ist zwar jetzt nicht so mein Spezialgebiet, so wie bei euch, aber da der Mond ja ähnlich aufgebaut ist wie die Erde, findet man wahrscheinlich auch dieselben Materialien dort. Wahrscheinlich nicht in der gleichen Konzentration, eventuell ist das ein bisschen schwieriger, an Schwermetalle oder so zu kommen, aber theoretisch dürfte es auf dem Mond genauso Schwermetalle und so weiter in Reichweite geben wie jetzt auf der Erde. Zum Aber Beispiel, also wahrscheinlich. da wäre jetzt Eisen, könnte man dort für Konstruktionsdinge benutzen und so weiter und so fort. Ja, Moritz, was wolltest du? Genau, aber das ist wahrscheinlich genau das Problem. Also die Sache ist, wenn es von der Zusammensetzung her ziemlich genau das Gleiche ist, was man ja im Prinzip seit Apollo definitiv auch weiß, wo dann auch die ganzen Theorien dann überhaupt entstanden sind, von denen du auch erzählt hast, von wegen, ja, dass aus einer großen Kollision diese beiden Himmelskörper entstanden sind. Dann hat man eine ähnliche Zusammensetzung wie auf der Erde. Und dann muss man mit sehr hohem Aufwand dann da Bergbau betreiben, wo man sich dann sagt, ja, dann lass es doch auf der Erde machen, wenn es da genauso schwer dran ist, daran zu kommen. Ich glaube, was mich an der Idee stört, auf der Erde Abbau zu betreiben und das zum Mond zu bringen, ist, dass wir der Erde eh schon so viel wehtun. Oder im Endeffekt der Erde ist es egal, was passiert, aber uns Menschen, wir machen unseren eigenen Lebensraum kaputt. Dass man sagt, zumindest die Sachen, die auf dem Mond passieren, die sollen von den Rohstoffen dort gedeckt werden. Weil da gibt es ja dieses coole Video, wo diese Roboter auf dem Mars den Regolith meinen und mit diversen 3D-Druckern einfach Konstrukte bauen oder Konstruktionen bauen, wo Menschen drinnen wohnen zumindest oder wo man Habitate drunter verstecken kann oder derartiges. Dass man zumindest für diese Sachen den Rohstoff vor Ort verwendet und nicht so viel von der Erde ist dorthin. Und außerdem natürlich das Ding ist ja, das ist ja unheimlich teuer. Auch wenn es mit Starship vielleicht sehr viel günstiger wird, kostet es ja trotzdem etwas, das ganze Material oder Rohstoffe dorthin zu bringen. Ich
Ich meine, jedes Kilo, was du nicht dahin bringen musst, ist natürlich ein Gewinn, ne? Ja. Und wenn wir uns überlegen, dass wir Nutzlastfraktionen haben bei klassischen Raketen von 1%, ne, der Gesamtmasse, eine Rakete, die von der Erde aus startet, und dass wir irgendwie mit Schwerkraftverlusten und so weiter, dass wir da irgendwie über 9 Kilometer pro Sekunde erreichen müssen oder an Energie reinstecken müssen, damit wir überhaupt in den Orbit kommen oder sowas. Ne? Also ich meine, das macht absolut Sinn, dass man Rohstoffe vor Ort benutzt. Also wenn man auch nur den Regolith benutzt, um halt, ihr kennt wahrscheinlich auch diese Konzepte von der ESA. Hier gibt es auch echt schöne Animationen, dass halt im Prinzip auch dort Habitate im Prinzip 3D gedruckt werden mit unter Verwendung halt des Regoliths vor Ort und so. Und klar, ich meine, natürlich, das macht alles Sinn. Also alles, was man an Masse nicht dorthin schaffen muss, ne, das ist natürlich, wäre cool, wenn man das vor Ort benutzen könnte. Nur was Moritz gesagt hat, ist natürlich auch ein Punkt. Wenn der prozesstechnische Aufwand und der energietechnische Aufwand einfach so hoch ist, um für gewisse Materialien die zu extrahieren aus dem Gestein oder aus dem Ex Regolith, dann wird das ein Abwägungsprozess sein, ne? Natürlich auch in Abhängigkeit davon, wie viele Leute dort letztlich dann wohnen, ne? Wenn ich tatsächlich so eine kleine Station habe, irgendwie was weiß ich, für ein Dutzend Forscher oder sowas, dann wird man das vermutlich nicht machen. Wenn ich vielleicht irgendwann mal ein paar hundert Leute dort habe und irgendwie eine größere Siedlung vielleicht bauen könnte, dann wäre das vielleicht eine Option, ne? Das weiß ich nicht. Ist letztlich ein Abwägungsprozess, ne? Und ich fand das auch ganz interessant, was Moritz gesagt hat. Also Wasser als Treibstoff, ne? Um woanders hinzukommen, bietet sich am Mond natürlich auch schon ein bisschen an. Das ist tatsächlich ja relativ billig, vom Mond in die Umlaufbahn zu kommen. Ne? Und wenn man so ein Gateway, ein Treibstoffdepot hätte, könnte ich vermutlich einiges anfangen, ne, damit. Ich finde die Idee halt cool. Und das war ja durchaus auch mal Teil des Konzepts, dass man gesagt hat, dieser rektilineare Halo-Orbit. Ich liebe dieses Wort. Ich hoffe, dass ich es überhaupt richtig sage. Ne? Ihr sagt gar nichts. Da eignet sich auf der einen Seite halt dafür, zum Mond relativ schnell runterzukommen, aber von da aus auch halt woanders hinzustarten. Ne? Und ich meine, das ist eine charmante Vorstellung, dass da halt vielleicht ein Wasserstoff- und Sauerstoffdepot irgendwie ist und dass man dort halt irgendwie eine Sonde ins äußere Sonnensystem oder auch ein bemanntes Schiff zum Mars oder sowas dort betankt und von dort aus dann und kann dann ordentlich Gas geben, weil man halt vollgetankt ist. Bevor wir da, vielen Dank für die wunderbaren Erläuterungen mal wieder. Also, wow, ich bin jedes Mal platt, wenn ich euch zuhöre. Im Naja, Positiven. ich arbeite bei einer Unternehmensberatung. Ein sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ist meine Kernkompetenz. Also, das letzte hätte ich jetzt zwar nicht erwähnt, aber passt. Okay. Es gab jetzt hier schon ein paar Fragen aus der Community, die können wir ganz kurz einschieben, weil das eigentlich jetzt hier zu dem Thema relativ gut passt. Wir hatten gerade das Thema der Ressourcen. Unter anderem Freidenken hat die Frage gestellt, welche 5 oder 10, das belassen wir es mal bei 5, der wichtigsten und häufigsten Elemente gibt es eigentlich auf dem Mond. Ja, also je nachdem, was man unter Elemente versteht. Ich würde jetzt mal unter Elemente halt erstmal monoatomare Stoffe verstehen, also Sauerstoff zum Beispiel. Gibt es auf dem Mond relativ viel, jetzt nicht natürlich in der Atmosphäre, da gibt es ja keine Atmosphäre, sondern in der Kruste des Mondes versteckt. Die Erde selber hat einen Anteil von 40% an Sauerstoff in der gesamten Kruste. Das ist ziemlich viel. Weswegen da im Mond, ja, wenn man dann geeignete Techniken entwickelt, um das herauszuholen, könnte das mit dem Sauerstoff unter Umständen kein Problem sein. Welche Elemente gibt es noch auf dem Mond? Ja, also Silizium selbstverständlich. Das heißt, da wäre es jetzt nicht unbedingt knapp an Silizium. Aber bei sowas wie Wasser müsste man halt auch, oder für jedes Element im Prinzip, was man auf der Erde halt in der Atmosphäre hat, müsste man auf dem Mond theoretisch halt sehr tief buddeln oder halt entsprechende Techniken entwickeln, um das aus dem Gestein, aus dem Regolith und so weiter irgendwie herauszuholen. Ja, deswegen, wäre deutlich mit Problemen verbunden, aber wie Chris das ja schon so wunderbar formuliert hat, jedes Kilogramm oder fast eigentlich auch jedes Gramm an Material, was wir nicht in den Orbit bringen müssen, egal ob es jetzt Nährstoffe sind oder Baustoffe oder was auch immer,
was wir sozusagen nicht zum Mond oder wo auch immer hinbringen, ist ein Kilogramm, das wir uns da gespart haben und was halt diese ganze Sache dann auch einfacher macht, ja. Was auch interessant ist, ist die Frage, wenn wir die Ressourcen betrachten, haben wir ganz klar schon durchaus Material, was wir dort abbauen können. Aber wie sieht es denn mit der Forschung aus? Weil so eine Mondbasis muss ja nicht einfach nur so existieren, damit die Leute dort leben können. Das ist selbstverständlich eine Grundlage. Ein Ziel einer Mondbasis könnte oder sollte es ja auch sein, eine Forschungsstation darzustellen. Moritz, was fällt dir denn da ein? Was könnte man denn da so gut erforschen? Oder wie könnte man da irgendwas erforschen? Also, die Geschichte, die ich auf dem Discord, glaube ich, schon oft erzählt habe, war, dass ich mal in Chile war, in der Atacama, und da dann nachts Sterne mir angeguckt habe. Und ne, das wird immer so gesagt, von wegen, ja, da sind die Südsternwarte und so weiter. Und das ist, man kann da so toll den Himmel sehen, aber es ist atemberaubend. Also, man steht dann nachts in der Wüste und man fühlt sich wie in einem Raumschiff, weil man so klar den Sternenhimmel sehen kann. Und das, hier auf der Erde gibt es nicht mehr viele Plätze, wo das geht. Doch viele Leute, die Elon Musk sehr sauer sind, dass er im Prinzip den Sternenhimmel versaut mit Satelliten. Aber ja, der Mond hat ja eine nicht, also witzigerweise, man sagt ja die dunkle Seite des Mondes, oder im Englischen sagt man das vor allem, Dark Side of the Moon, was ja Quatsch ist, weil die ist nicht dark, sondern die ist uns einfach nur abgewandt von der Erde, weil das ist ja auch das Schöne, was wir mit dieser Geschichte, wie die Körper entstanden sind. Das ist ja eigentlich total abgefahren, dass der Mond uns immer die gleiche Seite zeigt und um uns herum fliegt. Und das ist im Prinzip ein Indiz auch für diese Kollision und dass da was rausgeschleudert wurde und dass es dann tidal-locked war und dass sich im Prinzip dadurch diese Rotation eingestellt hat. Stimmt nicht mehr ganz, ne? Der Mond, ich glaube, 25 Stunden braucht er irgendwie, um sich einmal um die Erde zu drehen, keine 24 Stunden. Deshalb haben wir auch diese Phasen. Aber grundsätzlich haben wir eine erdabgewandte Seite und da geht einem natürlich niemand auf den Sack. Also das heißt, im Prinzip, wenn ich mir Sterne angucken möchte, kann ich das da in Ruhe und sehe das, wenn es dann auch gleichzeitig sonnenabgewandt ist, mit einer Klarheit, die es so halt sonst nicht gibt. Aber viel wichtiger, wir schirmen uns natürlich auch von allen Einflüssen der Erde ab. Das heißt, das kann Licht sein, aber es kann halt auch anderes elektromagnetisches Spektrum sein. Das heißt, die Menschen erzeugen ja ganz viel an Störsignalen mittlerweile. Und wenn wir an Teleskope denken, dann denken wir ja meistens immer an das Licht, was wir mit dem Auge sehen können. Und das ist ja aber eigentlich Quatsch, weil das ist einfach nur der Teil des elektromagnetischen Spektrums, auf dem wir halt irgendwie getrimmt sind. Der geht von bis. Und theoretisch, wenn man Astronomie betreiben möchte, dann kann man den auch komplett nutzen. Und da, ja, zum Beispiel gibt es Radioteleskope, das ist ja irgendwie, spreche ich jetzt bestimmt falsch aus. Wie heißt das Ding? Arecibo. Arecibo, also das Ding, Arecibo. was gerade, Arecibo, das, was Arecibo. eingestürzt ist letztes Jahr, war, bis die Chinesen Größeres gebaut haben, das größte Radioteleskop der Welt. Und damit konnte man sehr weit in die Vergangenheit horchen und sich Sachen angucken, die ja, uns geholfen haben, den Kosmos zu verstehen. Und sowas könnte man theoretisch auf dem Mond halt auch machen, ohne von den Einflüssen der Erde ja, belästigt zu werden. Und das ist nämlich auch der Punkt, selbst wenn du so ein Radioteleskop baust, gibt es ja Satelliten im Orbit, die mit ihren Funksignalen die Erde erreichen wollen und das ist halt Störsignale. Und so ein Teleskop, ob das jetzt ein optisches oder ein Radioteleskop ist, das könnte man auf dem Mond machen. Bei den Radioteleskopen gibt es ein witziges Konzept von der NASA. Die gibt immer mal so Geld an Projekte, die noch sehr, sehr früh sind und aber irgendwie eine coole Idee sind. Ich glaube, dann irgendwie so 125 Millionen, nee, 125.000 Dollar. Und ein Konzept ist da ein Krater, der ja im Prinzip schon die Form hat von so einer Parabolantenne im besten Fall, mit einem Gitternetz zu versorgen und dadurch im Prinzip so ein Radioteleskop aufzubauen. Ist total interessant, könnte man sich auch, gibt ein, glaube ich, Scott Manley-Video dazu, warum Krater eigentlich immer rund sind, obwohl ja die Asteroiden
nicht immer von oben einschlagen, sondern die kommen ja von überall her, aber trotzdem sind die Krater immer rund. Wollen wir heute nicht ausführen, aber denkt mal drüber nach. Ist eigentlich ja ein interessanter Punkt. Und das ist im Prinzip die Idee, weil natürlich alles, was wir zum Mond hinbringen müssen an Material, ist teuer. Und wenn man da jetzt so eine Form wie einen Krater ausnutzen kann, ist das natürlich cool. Und dann einfach da ein Netz aus Draht, Sensordraht reinzulegen, das macht es natürlich billiger und trotzdem kann man irgendwie ein mehrere 100 Meter großes Teleskop bauen. Wow. Ja, das, also ein Teleskop auf dem Mond ist selbstverständlich, das wäre ja der Hammer. Das muss man sich ungefähr wie bei Hubble vorstellen. Nur halt noch besser, weil man das auf dem Mond, wenn man da jetzt eine Teleskop plus Basis zum Beispiel hätte, viel einfacher reparieren könnte. Oder jetzt bei dem geplanten James Webb wäre das ja so, das befindet sich ja dann ungefähr 1 Million Kilometer oder so von der Erde entfernt an einem Lagrange-Punkt. Und das Ding kann man so schnell nicht reparieren, falls da mal was kaputt geht. Und auch bei Hubble war das ja immer mal wieder problematisch. Wenn dann jetzt am Anfang war, glaube ich, irgendeiner der Hauptspiegel oder so kaputt oder war irgendwie leicht gekrümmt. Und ja gut, es sollte das mega neue Teleskop sein, aber es hat eigentlich Schrottbilder geliefert, auf Deutsch gesagt. Und da musste man dann auch erst ein paar Service-Missionen machen, bis das dann so funktioniert hat, wie man das am Anfang eigentlich auch vorhatte. Und das war ein Riesenaufwand, obwohl es nur in Anführungszeichen im Orbit der Erde ist. Und jetzt stellt man sich mal ein Teleskop vor, was weiter draußen ist. Das kann man dann im Prinzip überhaupt nicht reparieren. Und diese Sache, also dieses Problem hätte man eben auf dem Mond nicht. Und ja, deswegen hat das auch diesen großen Vorteil. Ja, danke für die Ausführung, Moritz. Es passt eigentlich perfekt, weil ich habe gerade, bevor wir hier zum Streaming sind, mir die Folge von dieser Woche von Chris angeguckt. Da geht es nämlich um das Space Shuttle und wir sind ja alle irgendwie Kinder des Space Shuttles, irgendwie 90er Jahre und so. Und das mit Hubble wäre tatsächlich reparieren, wäre nicht gegangen, wenn es das Space Shuttle nicht gegeben hätte. Ja, Ich glaube sogar, tatsächlich. wahrscheinlich hätte man es auch nicht launchen können. Ich überlege Das gerade, wer hätte. wäre Stoff gewesen für ein komplettes eigenes Video, ne? Die Servicing-Missions zum Hubble, ne? Wie Andreas gesagt hat, diese Art Brille, die das Hubble-Teleskop aufbekommen hat. Und es gab halt noch vier weitere Servicing-Missionen, bei denen das Ding quasi runderneuert wurde. Ne? Und es ist halt schade, dass diese Fähigkeit nicht mehr zur Verfügung steht. Ne? Ich finde es auch schade, dass das Hubble-Teleskop jetzt so langsam aber sicher seinen Dienst aufgeben wird. Ne? Gucken wir Ich habe mal. tatsächlich ein Video gemacht, Wege, wie die NASA Hubble nicht repariert hat, weil gab es ein Konzeptbuch zu, also als sie dann festgestellt haben, dass das alles unscharf ist, Methoden, mit denen man es hätte reparieren können, die sie dann aber doch nicht gemacht haben. Und da gibt es richtig abgefahrenes Zeugs, wo sich denkt, wegen, ey, was sie Ja. sich überlegt haben. Das ist unglaublich, was die NASA teilweise wie die auch Sachen retten, ne? Wenn man, also es sind ja etliche Satelliten und Weltraumteleskope quasi gerettet worden auf absurdeste Art und Weise, wo du denkst, das kann ja gar nicht wahr sein, das war so super. Also die müssen ja alle ein IQ von 100 Millionen haben, da bei der NASA. Ey. Ich würde da, ne, Moritz, wie sagst du schon, ich würde da einen Flur putzen, wäre mir völlig egal. Wenn die stehen würden, sofort. Mein Favorite Beispiel, also das Video hieß, glaube ich, der fünf Wege, wie die NASA Hubble nicht repariert hat, war eine Gaslinse. Die hätten einen Ballon reingepackt und hätten den mit Gas gefüllt und dadurch, dass dieser Ballon eine Form hat und der Brechungsindex von dem Gas hätte dann im Prinzip eine Linse erzeugt, die dann wie eine Brille funktioniert hätte, um das zu korrigieren. Hätte natürlich dadurch, weil man ein Gas hat, ich meine, der einzige Grund, warum man Hubble in den Weltraum gebracht hat, ist, dass man nicht durch Gas gucken muss. Wäre so ein bisschen Treppenwitz der Weltgeschichte gewesen, wenn sie es dann so gemacht hätten. Aber die Idee fand ich extrem cool. Super cool, ja. Und das ist nur eine der Möglichkeiten, ne, wie man den Mond nutzen könnte, ne? Aber weil du gesagt hast, Strahlen und Atmosphäre, die auf der Erde die Beobachtung des Himmels stören, hat der Mond hat kein eigenes Magnetfeld, oder? Nee, Nee. das Magnetfeld Oh, ergibt sich oh. ja meistens aus einem flüssigen Kern, meistens aus einem Eisenkern, der ja in Umwälzung befindlich ist und dadurch so eine Art Dynamo-Effekt ausgelöst wird, was halt wiederum das Magnetfeld dann produziert. Das ist jetzt hier bei der Erde der Fall, bei der Venus, bei der Sonne selbstverständlich. Da gibt es ja viel heißes Material, was umhergewälzt wird. Aber bei Mond da ist ja schon längst alles erkaltet, weil der Mond viel kleiner ist und schneller ausgekühlt ist. Ja, das Das hat ist. nämlich noch ein interessantes Forschungsfeld zum Resultat, weil der Mond eben keine Atmosphäre und auch kein Magnetfeld hat.
Ne, ich meine, wir lieben ja alle Teilchenbeschleuniger. Ne? Ich meine, wer mag keine Teilchenbeschleuniger? Und wenn man sich überlegt, dass wir was über das CERN oder Kern, ihr wisst alle, was ich meine, ne? Unser großer Zern. CERN, unser Hadron Collider. Teilchenbeschleuniger, ne? Der teilweise unter der Schweiz, teilweise unter Frankreich liegt. Wer sich damit auseinandersetzt, weiß, dass die Energien, die dort erreicht werden, nicht annähernd an das rankommen, was halt Teilchen erreichen, die aus den Tiefen des Alls kommen. Ne? Ich meine, der Andreas weiß wahrscheinlich besser als ich, wodurch die dann letztlich beschleunigt werden, ob die durch den Gasjet von irgendwelchen Supernova oder schwarzen Löchern oder wie auch immer. Auf jeden Fall, da geht es teilweise um Gigaelektronenvolt und sowas. Also wir haben da Massen und Energien von Elementarteilchen, die wir auf der Erde einfach nicht erreichen können. Und es wäre natürlich extrem interessant in einem. Im Moment machen wir das an der ISS. Da gibt es verschiedene Experimente, die dort auf diesen Außenplattformen, die kennt ihr wahrscheinlich, ne, am europäischen Labor und auch am japanischen Labor gibt es ja Außenexperimentplattformen. Die werden dort angebracht und die sind teilweise halt Experimente, die genau diese hochenergetischen Teilchen halt fangen sollen und erforschen sollen. Und das wäre natürlich hochinteressant, wenn man Detektoren für diese Teilchenereignisse. Ach, mal, Moritz hat der Angeber. Das ist ein Angeber. Hast du schon Space Shuttle auch von Lego, ne? Hast du bestimmt auch schon gekauft. Ja. Ja, genau. Genauso sieht's aus. Das Und Highlight des Streams. das wäre ein Forschungsfeld, was wirklich, wirklich interessant wäre, diese massiven und hochenergetischen Teilchen halt mit hochempfindlichen Detektoren auf dem Mond halt sich anzugucken. Insbesondere, wenn man dort wirklich so viel Wasser zur Verfügung haben sollte, dass man halt solche Eiskammern bauen kann, sowas, das wäre massivst interessant. Und das würde mich auch, da würde ich wirklich, das würde ich wirklich hypen, wenn das irgendwann möglich wäre, das sowas auf den Mond zu bringen. Auch das natürlich dann vom Einfluss der Erde getrennt und so, das fände ich eine richtig coole Sache. Also, das wäre eine Möglichkeit. Also eine, um das jetzt nochmal kurz zu ergänzen, eine Strahlung, die jetzt im Weltraum halt überall ist, das wäre jetzt zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung, die ja auf der Erde zum Glück, die Erdoberfläche zum Glück nicht erreicht, weil wir ja eine Ozonschicht haben. Und jetzt auf dem Mond wäre das so, dass man das halt wie bei einem Satelliten relativ gut erforschen könnte. Und wenn wir die kosmische Hintergrundstrahlung erforschen, können wir auch sehr, sehr gut eben über den Anfang des Universums sprechen. Und wie hat sich das Universum entwickelt? Wie war die Masseverteilung 300.000 Jahre nach dem Urknall, nachdem sich Atome und Strahlung voneinander getrennt haben und so weiter und so fort. Also das ist eine Astronomie, die eben wirklich bis zu den frühesten Tagen des Universums zurückführt. Und das ist mit die spannendste Sache überhaupt, was das angeht, ja. Okay, das waren ja schon sehr coole Ausführungen. Wenn wir jetzt mal davon reden, dass wir jetzt eine Mondbasis bauen wollen, ja, ist ja eigentlich auch schon mehr oder weniger geplant für 2024 mit dem Artemis-Programm, dass wir zumindest dahin fliegen. Aber wie Chris auch schon gesagt hat, das ist nicht wahrscheinlich, dass das passiert. Aber nichtsdestotrotz, es wird ja von verschiedenen Seiten geplant, dazu auch noch später ein bisschen mehr. Die aktuellsten oder die das schon länger machen wollen, sind halt die USA, sprich die NASA. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass wir eine dauerhafte Mondkolonie oder eine Mondbasis errichten wollen, welche technologischen Herausforderungen gibt es denn da? Oder was müssen wir dann tun, um eine dauerhafte Kolonie, Schrägstrich Basis zu errichten? Diese Frage ist jetzt an dich gerichtet, Chris. Oh, okay. Im Prinzip sind die Herausforderungen ganz ähnliche wie auf dem Mars, ne? Wir haben halt eine relativ unerbittliche Umgebung, ne? Seien wir ehrlich, dort will sich alles töten. Das ist halt nun mal einfach so, ja. Wir haben ein Strahlungsniveau, was natürlich, wir hatten gerade drüber gesprochen, es gibt kein Mondmagnetfeld oder sowas, was dich abschirmen würde. Wir haben Strahlung, wir haben keine Atmosphäre, also noch weniger als auf dem Mars, ne? Wir haben ein Temperaturproblem, sage ich mal. Ne? Das wissen wir alle. Ne? Das heißt, ich muss im Prinzip, wenn ich eine Basis baue, dann muss die gleichen Funktionalitäten bieten wie ein Raumschiff. Die muss Druck liefern, die muss mich gegen Temperatur, gegen Strahlung schützen, die muss Lebenserhaltung liefern. Ja, hatten wir eben kurz drüber gesprochen. Ich brauche Wasser, ich brauche
Essen, ich brauche Atmosphäre und so weiter. Das ist alles gar nicht so einfach. Und auf dem Mond gibt es halt auch ein paar Sachen eben nicht, die ich zum Beispiel bräuchte, um eine Nahrungsmittelproduktion anzuschmeißen. Es gibt zum Beispiel keinen Stickstoff auf dem Mond, ne? Das zumindest nicht in leicht verfügbarer Form, vielleicht irgendwie auch im Regolith begraben, vielleicht mit prozesstechnischem Aufwand dort rauszuholen, ne? Aber letztlich ist das das, was ich leisten muss, ne? Ich muss gucken, dass ich halt all diese lebensnotwendigen Funktionalitäten erstmal herstelle, weil all das ist dort nicht vorhanden, ne? Und die Konzepte, die man halt so sieht, es gibt ja ganz spannende Sachen. Tatsächlich sind die auch so ein bisschen so ähnlich wie diese Mars-Konzepte, ne? Einmal halt den Regolith selber zu benutzen, um eine Basis abzuschirmen. Ne, das geht dann von dahin, dass man halt dort Druckkörper aufbaut und dort einfach halt im Prinzip Regolith draufschüttet, ja. Bis halt zum 3D-Druck von solchen Strukturen. Es gibt aber auch natürlich Möglichkeiten oder Konzepte, soweit ich das mitgekriegt habe, gibt es auch auf dem Mond, vermutet man, diese Lava-Tubes, ja, diese unterirdischen Röhren, die man eventuell nutzen könnte und sowas. Also meine Vermutung ist allerdings, dass wir tatsächlich anfangen werden mit dem Landen von Habitaten. Das wäre so meine Vermutung, ne? Also ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, dass halt im Prinzip ein Labor dort gelandet wird und vielleicht schüttet man das irgendwie dazu, um es vor Strahlung zu schützen. Und wie gesagt, eine der größeren Herausforderungen in jedem Raumfahrtprojekt, ne, ich sage es immer wieder gerne, mein Lieblingsspruch von einem NASA-Ingenieur, der am Voyager-Programm gearbeitet hat, ne, es gibt drei wichtige Sachen im Weltraum, das ist Energie, das zweite ist Energie und das dritte ist Energie. Ne, irgendwie muss man dort Energie herstellen. Ne? Und wie gesagt, auf dem Mond bietet sich halt Solarenergie eher an als auf dem Mars. Erstens ist dort der Strahlungsniveau höher, weil wir sind nah an der Erde. Das heißt, wir haben ungefähr ziemlich genau das, für wahrscheinlich sogar besser, weil wir keine Atmosphäre haben, was wir auf der Erde kriegen an Sonneneinstrahlung. Zum anderen haben wir dort nicht so das Problem mit Winden. Ja, es gibt ja keine Winde, die irgendwie Staub durch die Gegend tragen. Ne? Das heißt, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Apropos Staub, auch das natürlich auf dem Mond ein größeres, sag mal, Problem, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Das hat sich bei den Apollo-Missionen gezeigt. Dieser Staub, der ist die totale Pest auf dem Mond, dieser Regolith, ne, der klebt buchstäblich überall, der geht überall rein. Und der ist vermutlich auch nicht ganz gesundheitsfördernd, wenn man den einatmen sollte oder sowas. Da muss man echt aufpassen. Allerdings muss man sagen, dass bei diesem Human Lander System Programm eine der Sachen war, auf die sehr viel Wert gelegt wurde seitens der NASA, diese Dust Mitigation Strategies. Das heißt, dass die Hersteller, die dort ihre Vorschläge eingereicht haben, sich halt explizit Gedanken darüber gemacht haben, wie man dieses Staubproblem in den Griff kriegt mit mehrstufigen Luftschleusen und so weiter. Da muss man wirklich drauf achten. Wenn das Zeug in die Elektronik kommt oder in den menschlichen Körper, ist vermutlich nicht das Beste, ne? Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen hoffentlich relativ umfänglich dargestellt, was wir dort leisten müssen, ne? Man könnte das natürlich jetzt an der einen oder anderen Stelle noch ausführen. Sag mal, der Druck selber ist jetzt nicht so ein Problem, ne? Aber alles andere ist nicht ganz trivial. Das Schöne ist ja, wir wissen allerdings schon so ein bisschen, wie es geht. Wir haben ja bewiesen bei den Apollo-Missionen, dass auch mehrtägige Aufenthalte ganz gut funktioniert haben. Und insofern, also ich muss sagen, wir hatten ja bei dem Mars so ein bisschen das, ich hab ein Problem, dass wir nicht so ganz auf so einem optimistischen Grundton geendet haben, ne? Weil wir letztlich sagen mussten, okay, die Herausforderungen sind wirklich massiv, ja, den wir da ausgesetzt sind. Das ist auf dem Mond allerdings ist ähnlich, allerdings bin ich dort, muss ich sagen, wesentlich optimistischer, ganz ehrlich. Also ich hab da echt ein gutes Gefühl, dass in meiner Lebenszeit, dass wir dort landen werden nochmal. Also ich denke, das wird auch in den nächsten 10 Jahren sein tatsächlich. Und ich bin auch wirklich guter Dinge, dass wir dort eine dauerhafte Präsenz etablieren wollen, weil das ist für mich anders gelagert, das Problem, insbesondere das Problem der Reisezeiten, die haben wir halt einfach nicht, ne? Und insofern glaube ich tatsächlich, dass wir dort innerhalb, sag mal, von ein paar Jahrzehnten eine dauerhafte Basis sehen werden. Das ist meine Überzeugung. Das ist deiner Meinung nach schwieriger, einen dauerhaften Aufenthalt in der Erdumlaufbahn, so wie eine Raumstation, wie die Internationale Raumstation, oder der Aufenthalt auf der Mondoberfläche, jetzt abgesehen von der Reise hin und zurück. Ich glaube, dass das tatsächlich von dem technischen Aufbau her, den man braucht, eigentlich ganz ähnlich ist. Ich brauche eigentlich ganz ähnliche Sachen. Ich bin ja im Prinzip auf dem Mond auch in einem Vakuum, ne?
Natürlich mit der etwas, ja, mit der Komplexität, dass ich meine Sachen dort landen muss, ne? Ist ja klar. Was für mich, also was hochinteressant wird, ist, wie der menschliche Körper auf eine verringerte Gravitation längere Zeit reagiert. Und da muss ich sagen, da freue ich mich so richtig drauf, weil das weiß ja im Moment noch keiner, ne? Wir wissen, wie der menschliche Körper reagiert, wenn es keine Gravitation gibt. Wir wissen, wie der menschliche Körper auf 1G-Gravitation reagiert. Wir wissen aber gar nicht, wie das bei so einer Sache ist. Wie ist das denn zum Beispiel auf dem Mond? Ich glaube, hat der ein Sechstel oder Hälfte mal gerade? Neuntel? Neuntel? Jetzt Jetzt fragen wir einfach schaut das bei jeder. Jetzt Ratespiel. irgendeiner korrigiert uns auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall haben wir eine verringerte Gravitation, aber wir haben eine Gravitation und da freue ich mich drauf. Also da würde ich mich echt freuen, wenn man da so Langzeitexperimente machen würde und würde das mal sehen, wie sich das denn auf den menschlichen Körper auswirkt. Ein Sechstel. Ein Sechstel, Ja. ah, richtig Was geraten. wirklich Und nicht viel ist, ja. da würde Urs ja jetzt sagen, von wegen, er träumt ja von Altenheimen auf dem Mond, weil das besser für die Gelenke ist, weil es da nicht so viel Schwerkraft gibt. Mir ist gerade eingefallen, ich habe vorhin ein bisschen Bullshit gesagt, und zwar, ich habe irgendwie gesagt, mit 24 Stunden, 25 Stunden, also der Mond, da kommt ja das Wort Monat, also der Mond dreht sich ja in einem Monat um die Erde rum, beziehungsweise die Mondphasen brauchen einen Monat. Wobei ich bei den 24, 5 Stunden, 25 Stunden dran gedacht habe, das war das mit den Tiden, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was mir eingefallen ist, was Chris gerade so grob angeschnitten hatte, das war das mit den Höhlen. Und da wären wir wieder bei dem Thema, wo du am Eingangs auch gesagt hast, ne? Von wegen dieser große Bang, mit dem der Mond im Prinzip aus ganz viel Gestein entstanden ist und da musste ganz viel abkühlen. Und dadurch, dass das Gestein ja sehr ähnlich ist, hatte man da tatsächlich ja, Magma und glühende Entstehungsphase, sage ich jetzt mal, jetzt so ein bisschen Star Wars. Wie heißt der Planet nochmal, wo Darth Vader geschaffen wurde? Oh je. Auf jeden Fall kann man sich grob wahrscheinlich die Entstehung des Monds so vorstellen. Und Chris hatte angesprochen, dass es diese Lava-Tubes wohl auf dem Mond auch gibt. Und auf der Erde sind die längsten davon auf Hawaii sind irgendwie 60 Kilometer lang. Und man geht davon aus, dass die auf dem Mond ein Vielfaches länger und größer sind. Und das wirkt jetzt erstmal, denken Sie, warum? Das ist doch, also ist doch Quatsch. Aber wenn wir bei nie weniger Gravitations sind, dann macht das Sinn, dass die größer sein können, weil nämlich was bringt so eine Höhle zum Einstürzen? Das ist die Gravitation. Und wenn wir jetzt weniger Gravitation haben, dann können die Prozesse, die so eine Höhle formen, so ein Lava-Tube, die ziehen nicht so sehr an meiner Höhle in der Entstehung und dann können diese Höhlen auch viel größer werden. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, wenn ich einen Vulkan habe oder so und ich habe da irgendwo ganz viel Magma, was irgendwo lang fließt und das kühlt außen schneller ab als innen und härtet da aus und dann irgendwann hört dieser Strom auf, läuft aber mit noch der Schwerkraft entgegen, dann können diese Höhlen sich im Prinzip dann halt leer ziehen. Und so entstehen diese Lava-Tubes. Und auf dem Mond sollen die irgendwie einen Kilometer Durchmesser haben und zig Kilometer lang sein. Also das heißt, man könnte ganze Städte theoretisch in diese Tubes einbauen. Und da gibt es Modelle zu, die mit der ja, Gravitation und der Beschaffenheit des Mondmaterials errechnet haben, wie groß diese Tubes halt sein könnten. Und vermutet, dass es die gibt, hat man im Prinzip schon seit den 60er Jahren. Aber man hat auch jetzt, es gab ja es gab ja diesen Mars Reconnaissance Orbiter. Auf dem Mond gab es sowas Ähnliches auch, der ziemlich genau den Mond kartiert hat. Und der hat Höhlen gefunden aus dem Orbit heraus. Hat er nämlich festgestellt, ey, das sieht aus wie ein Krater. Aber wenn man dann genau die Bilder vergleicht, dann stellt man fest, dass da ein Schattenwurf ist und dass man dadurch feststellen konnte, dass der Boden deutlich tiefer ist als die Öffnung. Und das ist, dass es im Prinzip kein Krater ist, sondern ein Skylight, also der Durchbruch von der Höhle. Und das hat man an vielen Stellen gefunden. Bilder gibt es auch vom Mars. Aber auf dem Mond hatte man im Prinzip auch das richtige Werkzeug, um dann mit Radar Messungen zu machen. Und da hat er Doppelechos gefunden und konnte dann feststellen, ja, dass da wohl Höhlensysteme unten drunter sind. Und das würde sich natürlich irgendwann vielleicht auch mal anbieten, da irgendwie eine Basis reinzubauen, weil man dann vielleicht ge besser gegen die Strahlung abgeschirmt ist.
Ja, ist bestimmt ingenieurstechnisch nicht so ganz einfach. Also wahrscheinlich, bevor man da hingeht, dass man ganze Städte in so eine Lava-Tube baut, kann man halt dann auch eine Basis erstmal in einen Krater bauen. Du bist noch gemutet, Chris. Du bist noch gemutet. Ich bin Er Profi. hat sich selber gemutet, also nicht meine Schuld. Profi, ja. Man muss selber bremsen. Ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch ganz geile Konzepte für Roboter, die diese Höhlen erkunden. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dass die quasi sich da reinfallen lassen einfach, ne? Und dann da irgendwie rum, also durch genau solche Oberlichter, wie Mo gerade gesagt hat, ne? Die sich da einfach reinfallen lassen, dann irgendwie da in diesen Höhlen rumkrabbeln. Ne? Echt, eigentlich super cooles Konzept. Ich würde mich da echt, das würde ich echt feiern, wenn das irgendwann kommen würde. Ich meine, stellt euch das nur mal vor, ne? So eine Mondcity in so einer Lava-Tube irgendwie. Kilometer lang, das wäre schon ziemlich cool. Bei einem Und ich. Sechstel der Anziehungskraft wäre es nicht einfacher, dann Kräne zu bauen, die oder wesentlich einfacher als auf der Erde, diese Kräne zu bauen, die dann unser Equipment dort hinunterlassen, um uns einfach die erste Arbeit zu ersparen, um diese Habitate vor Strahlung und Meteoriteneinschlägen oder Mikrometeoriteneinschlägen zu schützen. Ja, ist dann wahrscheinlich eine Evaluationssache, sich zu überlegen, hey, was ist da einfacher und technisch möglicher? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass diese Landemodule sicher gute und leistungsfähige Kräne dabei haben. Und wenn alles nur ein Sechstel des Gewichts hat auf dem Mond, und wir haben ja schon auf der Erde bewiesen, dass wir sehr, sehr leistungsfähige Kräne haben, siehe zum Beispiel SpaceX, was sie für Kräne jetzt in Boca Chica aufbauen. Und ja, ich glaube, das ist sicher nicht allzu weit hergeholt. Ich musste bei den Höhlen ein bisschen an Tim und Struppi denken, weil das ist ja bekanntlich vor der Mondlandung geschrieben worden, die Comics. Und da gibt es im Prinzip auch die Mondreise. Und da weiß ich dann, war ich als kleiner Junge so in den 90er Jahren, dachte, ja, der ist komplett falsch. Das sieht auf dem Mond ganz anders aus. Das wusste der damals aber nicht. Da gibt es gar keine Höhlen. Gut, vorausgeahnt, der gute Herr. Wie heißt der? Der Belgier. Gute Frage. Aubergine, nee. Hergé. Ah, Mist. Ah. Ja, ihr wisst, der Autor von Tim und Struppi, geniale Comics. Unsere Expertise liegt ja auch eher bei Weltraumfragen und weniger bei Comics. Ja. Wer von euch ist denn bei dir Moon eigentlich weitergekommen? Seid ehrlich. Moritz, hast du eine Einladung gekriegt in die dritte Runde? Ich hab's verkackt, muss ich auch sein. Ich war so ein bisschen Scott Manley-Style. Ich habe diese Bewerbung nicht fristgerecht gemacht und war dann auch so wegen, ah. Das war auch die Woche, wo ich nach Augsburg gefahren bin und dann habe ich es nicht weiterverfolgt. Also ein bisschen peinlich eigentlich. Ganz kurz, weil wir ja gerade auch schon darüber geredet haben, beziehungsweise Chris hat darüber sehr ausführlich gesprochen, also nicht direkt jetzt über die Frage von René Becks, könnte man ein künstliches Mondmagnetfeld erzeugen? Kann ich ja kurz mal darauf antworten. Das wäre, glaube ich, jetzt für den gesamten Mond ziemlich schwierig, weil das ja großflächig sein müsste. Man könnte aber wahrscheinlich mit entsprechendem Energieaufwand lokale Magnetfelder erzeugen. Allerdings halt alles mit großem Wenn und Aber. Man könnte, wie wir uns das letztes Mal auch bei dem Mars-Livestream ausgedacht haben, also es gibt ja auch bestehende Konzepte, die noch nicht umgesetzt wurden, dann im Mondorbit etwas platzieren oder halt entsprechend über den Gebäuden, also die man dort eventuell auf der Oberfläche errichtet, halt entsprechende Apparaturen bauen, die die Sonnenenergie dann nutzen, also das Sonnenlicht nutzen, das in Energie umwandeln und dadurch halt das Magnetfeld erzeugen, würde halt dann etwas nachteilig sein, wenn der Mond dann sozusagen, also wenn die Stelle im Schatten ist, aber wenn diese Stelle im Schatten ist, bräuchte man ja sozusagen auch nichts von der Sonnenstrahlung oder jetzt als vom Sonnenwind unbedingt abschirmen. Deswegen wäre das eigentlich kein großes Problem, aber so ein großflächiges Magnetfeld, mit dem man sozusagen den kompletten Mond dann umhüllen könnte, ist, glaube ich, energetisch auch irgendwie widersinnig, das so zu machen.
glaube, da ist auch eine ziemlich passende Frage dazu. Er fragt, Raumzeit-Vlog der Zukunft, also rotiert der Mond auch oder umrundet er nur? Das ist das, was der Moritz vorhin, du hast es erklärt, der Mond braucht eben genau so lang, um sich um die eigene Achse zu drehen, wie er braucht, um sich um die Erde zu drehen einmal. Also dadurch entsteht eben genau dieser Effekt, dass wir immer nur diese eine Seite sehen. Also das heißt auch, es gibt niemals eine Stelle, die immer nur dunkel ist. Der Mond braucht einfach nur 28 Tage, um sich selber zu drehen, aber genauso lange braucht es, als um sich um die Erde zu drehen einmal. Das heißt, du hast immer einen Tag, der 28 Erdtage dauert im Endeffekt, wenn ich mich nicht... Und da sind wir auch bei dem Punkt mit dem Solar. Solar ist im Prinzip ja eine gute Idee für den Mond, aber es gibt dann halt, dadurch, dass der Mondtag so extrem lange ist, mitunter kann man dann eine ganze Zeit lang mit Solar nichts anfangen, weswegen dann so polare Stationen eine coole Idee sind, weil man eventuell dann da Stellen hat, die permanent Sonne sehen oder so gut wie immer Sonne sehen und aber auf der anderen Seite man vielleicht Kraterränder hat, wo man sich vor der Sonne schützen kann, wenn man sagen will, man möchte nicht die ganze Zeit die Strahlung abbekommen. Ja. Da würde ich halt, ja gut, man könnte dieses Problem, wenn man jetzt zum Beispiel am Äquator baut, ein bisschen damit umgehen, dass man halt entsprechende Energiespeicher auch zusätzlich errichtet. Aber du hast schon recht, ich meine, so ein Montag, wenn der halt 14 Tage oder wie auch immer, wie lange der dann dauert, ja, das ist schon nicht ohne, da hat man dann eine Überproduktion an Energie, das könnte auch ein Problem sein. Aber so eine polare Mondstation könnte ja in dem Sinne eine Lösung sein, ja. Der Sirwan erzählt uns jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen was zu einem Konzept der ESA über eine Mondstation. Wir haben ja jetzt von Chris Moritz schon sehr viele interessante Dinge gehört, Höhlenforschung und was für Hürden und Langzeitprobleme es geben könnte, wenn wir eine Mondstation errichten. Und schlauere Leute als wir, die zum Beispiel bei der ESA arbeiten, die haben sich ja auch schon Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze aussehen könnte. Und Sirwan kann uns darüber ein bisschen berichten. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Konzept du meinst, aber da gibt es einige. Ich glaube, das mit den Modulen. Ja, das mit den Modulen. Das hätte ich direkt ansprechen sollen, sorry. Ja, genau. Also im Endeffekt geht es darum, dass du, wie es auch anfangs, glaube ich, bei den Arktik-Missionen war, dass du einfach ein Modul hinstellst und andere anknüpfen kannst. Jedes Modul ist mit den eigenen Lebenserhaltungssystemen ausgestattet. Dadurch ergibt sich halt eine super Redundanz einfach, dass wenn eines dieser Module, das aneinander geknüpft ist, ein Problem hat, eines dieser Lebenserhaltungssysteme fällt aus, ist der Vorteil eben super gegeben, dass die anderen einspringen können sozusagen. Der Vorteil ist auch, ich glaube, dass es so konzipiert ist, dass es immer im Kreis geht und alle drei Module, glaube ich, ist das, oder alle paar Module gibt es eine so eine Schnittstelle, wo du weitere dieser Kreise einfach anknüpfen kannst. So kannst du das halt unheimlich groß bauen und immer größere Basen bauen, sozusagen. Idealerweise dann auch noch, ich glaube, das dann zuschütten, das kannst du dann einfach mit dem Mondregolith, entweder mit Robotern einfach den Regolith hinschieben oder in weiterer Folge vielleicht sogar auch 3D drucken. Ich meine, das ist entweder bei dem Konzept, was du gerade beschrieben hast, oder bei einem anderen von der ESA, wird ja der Regolith dann von den 3D-Druckern verdichtet und als Bausubstanz benutzt. Ich glaube, das war das, was du meintest. Also, oder man könnte ihn einfach zu Haufen zusammenschieben. Warum auch nicht? Gibt es ja keinen Wind, was das Zeug dann wegweht. Aber es ist ja beides vorstellbar, dass man dann so eine Art, ich drücke das jetzt mal ganz unwissenschaftlich aus, Mondbeton oder Mond, ja. Was auch immer, zusammenschustert, indem man das dann halt verdichtet und als Bausubstanz benutzt. Aber ich glaube, da sind auch die bestehenden Konzepte noch sehr weit von einer Umsetzung entfernt, weil man halt auch noch nicht so die Möglichkeit hatte, das selbstverständlich vor Ort zu testen. Ja. Ja.
Haben Moritz oder Chris da noch was zu ergänzen, was eine Mondbasis angeht oder irgendwelche Konzepte, die euch interessieren? Also mich würde interessieren, was ihr denn von dem chinesisch-russischen Vorhaben haltet. Ne? Wir haben ja, wahrscheinlich viele von uns haben gelesen, dass China und Russland ein Abkommen unterzeichnet haben, eine gemeinsame Mondforschungsbasis zu errichten. Ne? Ich habe auch einen Artikel dazu gelesen eines Raumfahrtbloggers, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähne. Der hieß, dass der sagte, das ist ein potemkisches Dorf, ja. Das hat keinen realen Hintergrund. Auf der anderen Seite wissen wir, das hatten wir auch letztes Mal besprochen, dass das bei den Chinesen durchaus ein strategisches Ziel ist, ja, auf dem Mond zu landen und dort Rohstoffe zu gewinnen. Die haben ja auch wirklich ordentlich vorgelegt, ne, mit den Chang'e-Missionen. Man verzeihe mir, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Das ist ja ein ehrgeiziges Programm. Ich kann mir auch tatsächlich gerade aus chinesischer Richtung vorstellen, dass die sowas langfristig verfolgen aus russischer Richtung. Und da bitte ich jetzt alle um Entschuldigung, die da, sag mal, Fans der russischen Raumfahrt sind. Ich sehe das relativ nüchtern, muss ich ganz ehrlich sagen, was die beizutragen haben im Moment. Trotzdem würde mich halt eure Meinung dazu interessieren, ob ihr das für realistisch haltet, ob ihr das für eine Finte haltet, ob ihr das für den Start eines neuen Wettrennens zum Mond haltet. Also würde mich mal eure Einschätzung, wie ihr das seht, ne? Mal interessieren. Also da kann ich auch, da werde ich mal kurz beginnen. Wenn wir das jetzt das Ganze mal so betrachten, wie wir damals, ich meine, da hat keiner von uns so richtig gelebt. Eventuell waren wir da Kinder, als Russland und die UdSSR und und die USA sich da sozusagen kalt gebettelt haben. Das haben wir ja kaum mitbekommen, aber zumindest aus historischer Perspektive wäre es jetzt für die Weltraumfahrt, wäre ein Weltraumtechnik-Wettrennen ideal, weil dann umso mehr Geld für Raumfahrt ausgegeben wird. Und unter den aktuellen Gesichtspunkten, dass ja Russland und China gerne auch so als Brüdernationen bezeichnet werden und die sowieso in Zukunft wahrscheinlich sogar noch enger zusammenrücken werden, könnte man sagen, ja, also die zwei sind ja, zumindest China ist ja finanziell sehr gut aufgestellt. Russland, ja gut, da gibt es noch sehr viel Verbesserungsbedarf. Aber zumindest glaube ich, dass das Dabeisein der Chinesen bei diesem Projekt schon mal was ein großer Faktor ist. Aber wie du schon eben sagtest, ja, es würde, also zumindest das, was du eben gesagt hast, dass du das eben mit so einem Aber versiehst, es ist halt erst ernannt worden. Also das ist vor ein paar Monaten wurde das auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von Roskosmos, der russischen Raumfahrtagentur, erst überhaupt in die Welt hinaus posaunt. Und bis da etwas kommen könnte, also bis da sozusagen auch die ersten Menschen dann dauerhaft und so weiter auf dem Mond sind. Ich glaube, dass selbst das Artemis-Programm es bis dahin fertig kriegen sollte, Menschen auf den Mond zu bringen oder wieder auf den Mond zu bringen. Ja. Ich meine, es wurde sozusagen nichts Konkretes genannt. Es wurde nicht gesagt, was für einen Zeitplan die haben. Es wurde nicht gesagt, was genau dort gemacht werden soll, bis auf die Tatsache, dass es Forschungsstationen sein sollen. Da waren die relativ bedeckt, was die da so gesagt haben. Also was mein generelles Problem mit so mit dem staatlichen Interesse quasi an der Raumfahrt stört, ist, dass mehr oder weniger das teilweise eben wie in China oder in Russland auch viel geheim gehalten wird, dass Erkenntnisse einfach gehortet werden und nicht geteilt werden teilweise auch. Aber auch es wird ein Ziel gesetzt und wenn das Ziel erreicht ist, dann hat man das Ziel erreicht und damit hat sich das erledigt. Und das soll es für mich nicht sein. Ich möchte also in einer idealen Welt baut man auf den Erkenntnissen auf, die man sammelt. Und das geht meiner Meinung nach nicht ohne den politischen Willen natürlich, nicht ohne politische Gelder, nicht ohne Regierungen. Aber umso weniger geht es mit einem kommerziellen oder wirtschaftlichen Interesse. Das heißt, du brauchst immer
Investoren oder Leute, die das Geld haben und ein kommerzielles Interesse daran haben, das in irgendeiner Art und Weise, das klingt jetzt deppert oder blöd, auszubeuten. Also Geld damit zu machen. Und das geht natürlich, dieses politische Interesse bringt halt wissenschaftliche Erkenntnisse, aber richtig weit und richtig tief in die Materie kannst du nur gehen, wenn du dieses kommerzielle Interesse auch hast und Firmen hast, die sagen, hey, ich möchte dahin, ich möchte dort Geld machen, ich möchte dort Tourismus betreiben, Rohstoffabbau, Deep Space Erkundung oder was auch immer. Ich glaube auch, dass es Wunschdenken von den Russen ist, dass die Chinesen gern mit ihnen zusammenarbeiten würden, weil die Idee mit dieser Kooperation, die es in den 90er Jahren gab, im Prinzip das ISS gab und die Kooperation Space Shuttle Mir Programm und so, das war als Idee gedacht von den Amerikanern, um die russische Raumfahrt beschäftigt zu halten, zu sagen, ja, damit die nicht in irgendwelche Schurkenstaaten gehen und da Raketen bauen, lass die mal helfen, an so einem globalen, internationalen Projekt mitarbeiten zu lassen und da tun wir für einen was Gutes. Mhm. Und die Chinesen wollen ja, oder würde ich sie einschätzen, die wollen selber Landmarken setzen und die wollen selber große Sachen tun und die brauchen auch keine Kohle. Also, ne, das ist jetzt nicht, die brauchen jetzt die Russen nicht, um das zu tun, sondern wenn sie sagen, sie wollen sich irgendwas Abgefahrenes vornehmen, dann nehmen die sich was Abgefahrenes vor und dann beschließen die das in einer großen Konferenz mit 1 Million Stimmen zu null und dann wird das gemacht, so, ne? Und ja, und dieses Kooperationsding, genau, glaube ich so ein bisschen, dass das so ein bisschen Wunschdenken von den Russen ist, dass die Chinesen das mit denen zusammen dann machen würden. Ich glaube, wenn die Chinesen da Ambitionen haben, und die haben sie definitiv, dann ziehen die das einfach alleine durch. Und ja. Weil die Chinesen sind ja nicht zu unterschätzen, weil vielleicht ist es in vielen Köpfen noch immer dieses Made in China. Das ist nicht mehr das alte Made in China, weil die sind echt nicht zu unterschätzen. Die haben technologisches Know-how, die können Raketen, einen Lander auf die von uns abgewandte Seite des Mondes geschickt. Und das hat im Endeffekt nie jemand wirklich geschafft, oder? Die waren die Ersten. Genau, die waren die Ersten und das ist nicht allzu lang her. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Die sind technologisch teilweise nicht nur gleich auf, sondern auch voraus. Mhm. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Auch, dass sie Mondgestein zurückgebracht haben. Ich meine, das haben die Amerikaner haben das im Prinzip mit den Apollo-Missionen gemacht, aber das hatten die Russen vorher gemacht, das hatte vorher sonst auch niemand gemacht. Und auch im Prinzip ja Remote-Proben holen, das haben die Amis bis heute nicht gemacht. Sie haben im Prinzip jetzt ja einen Asteroiden, haben die Probe, ist auf dem Weg, aber gelandet auf der Erde haben sie es bis jetzt noch nicht. Also mhm. Auch damit haben die Chinesen was technologisch Hochanspruchsvolles im Weltraum hinbekommen. Also ja, Raumfahrt sind die definitiv ganz, ganz vorne mit dabei. Das hat mich so stutzig gemacht bei diesem Abkommen. Warum mit Russland? Also was haben die da zu gewinnen? Ne? Ich meine, die Chinesen, die bauen jetzt dieses Jahr, fangen die an, ihre modulare Raumstation aufzubauen. Ja, die entwickeln an ihrem neuen Raumschiff. Die bauen einen Schwerlastträger mit langer Marsch 9, der ist in der Entwicklung. Ne? Massiv leistungsfähiges Gerät, das werden die auch schaffen, da habe ich echt gar keinen Zweifel. Und so, und was hat Russland da beizutragen? Ne? Klar, mehr Erfahrung letzten Endes, ne? Aber muss man sagen, dass eigentlich Russland, so traurig das auch ist für eine große Weltraumnation, haben wir außer Ankündigung die letzten Jahrzehnte nicht viel gesehen, muss man ganz klar sagen. Und man hört, ich habe auch den Twitter-Feed von Roskosmos und von, wie heißt der, Rogozin, dem Chef von Roskosmos, Rogozin, irgendwas. Ja, genau. Es gibt auch ein, zwei ganz gute Twitter-Quellen. Und hier Anatoly Zak, wer den kennt, Russian Space Web, auch sehr, sehr empfehlenswerte Ressource. Ich habe da sogar eine Mitgliedschaft, weil das einfach so eine gute Quelle ist für die russische Raumfahrt. Der Kerl weiß alles, der hat Quellen in der Industrie und alles. Ne? Diese ganzen Ankündigungen, die jetzt da kommen, von wegen auch Schwerlastträger, ja, und eigene russische Raumstation und sowas, das sind ein bisschen Wolkenkuckucksheime, denke ich ganz klar. Also ich denke, wie Mo gesagt hat, wenn die sich was vornehmen, die Chinesen, dann machen die das.
Und die haben den Mond im Visier, ganz klar. Und ich bin sehr gespannt. Also ich hatte, glaube ich, so mit einem Auge eine Frage gesehen im Chat, wer wird denn als Erster auf dem Mond landen? Also eine Station bauen, NASA oder die Chinesen bzw. Russen. Ich denke schon, dass es die NASA sein wird, weil die Chinesen sind gründlich und die gehen teilweise sehr langsam vor. Ne? Wir haben nicht viel gesehen in bemannter Raumfahrt, also von der Frequenz her nicht viel gesehen, die auch die bemannten Raumschiffe starten alle 2 Jahre oder sowas, glaube ich. Ne? Wirklich nicht so häufig. Ne? Die bewegen sich teilweise sehr langsam. Raumfahrt ist schwierig. Die haben natürlich nicht so viel Erfahrung wie die NASA. Ich glaube, die NASA wird sein. Aber die haben das im Auge. Und ne, wie Andreas gesagt hat, eigentlich kann uns das nur recht sein, wenn es da ein Wettrennen gibt. Letzten Endes. Ich glaube auch, dass die Chinesen sehr bald anfangen werden, Starship und New Glenn zu kopieren, weil genau das Gleiche machen sie im Moment mit der Falcon 9 im Prinzip. Also, das ist ja, Versuchungen, jetzt die Erststufe wieder zu landen. Und das wird dieses Jahr, oder zumindest ist angekündigt von wegen, dass sie damit dieses Jahr loslegen. Genau. Das wird alles eine Frage der Zeit sein, bis sie sich die Technologie auch aneignen. Und ich glaube, es wird so zum Punkt kommen, wo sie dann genug Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, hey, okay, jetzt drehen wir das Ganze auf und machen mal ernst. Das kann halt natürlich sehr, sehr gut passieren, weil sie diese Ressourcen haben und diesen Apparat, der dahinter ist. Wenn die Idee politischen Zuspruch hat, dann geht das eben schnell. Dann wird nicht viel diskutiert. Wie der Morris gesagt hat, 1 Million zu 0 Stimmen wird das dann einfach beschlossen und dann passiert das auch. Ja, das ist ja mit Mehrheitsverhältnissen in China relativ einfach, wenn man da was durchsetzen will. Ja, die haben auch, glaube ich, einen anderen Drive noch, ne? So eine Sache, die ich halt immer ganz gerne sage, das kam mir noch mal so im Zuge dieses Shuttle-Videos, ne? Für mich gab es mal so eine Art, im Westen so eine Art technologisches Heldenzeitalter. Ne? Ne, wir hatten das Space Shuttle, wir hatten Concorde, wir hatten die SR-71, ne, wir hatten Transrapid, ne, und all diese ganzen Sachen, die sind so ein bisschen, ja, leider so in der Vergangenheit. Heute haben wir irgendwie Klimawandel, Fridays for Future und Corona. Ne? Also ich hoffe, dass irgendwie, ich habe manchmal so das Gefühl, so der Drive für diese visionären Sachen, der ist bei uns nicht ganz so vorhanden, glaube ich. Und der ist, glaube ich, bei den Chinesen ist der noch da. Das denke ich manchmal so. Und ich glaube, deswegen werden die das auch verfolgen. Ne? Abgesehen, die sehen da auch einen Benefit drin, ne? Sonst würden das ja auch nicht machen. Ne? Das hat nationalistische Gründe, das hat aber auch sicherlich strategische Gründe. Die sehen das als strategisches Ziel, nicht nur als Mittel, sich groß zu machen. Das ist für die, das steht ganz klar in diesem, ich vergesse den Namen immer der Frau, das ist eine Frau aus Indien, die ist so ein bisschen die führende Analystin für die Bestrebungen der Chinesen im Weltraum. Die Studien, die macht, hochinteressant. Und die sagt ganz klar, das ist eine natürliche Ausweitung des Nationalgebietes in den Raum hinaus. Ne? Und der Mond ist ganz klar im Fadenkreuz. Ne? Und ich glaube, da werden wir hochspannende Sachen sehen. Das fand ich interessant. Einer meiner Jugendhelden, Ulrich Walter, war auch bei der Rocket Factory Augsburg in dem Livestream mit dabei und da, also bei der Fabrikeröffnung, also nicht mein Livestream. Und da hatte er gesagt, wegen ja, mit von wegen Mut und so weiter. Und er meinte, ja, naja, also so die anderen Länder, ob das jetzt China ist oder Indien und so, das wären junge Nationen und die wollen Dinge erreichen und USA aber auch, hat er witzigerweise auch als junge Nation oder gesehen, von wegen mit Treiber. Und dass wir Europäer, dass wir Volk von alten Menschen sind, die nichts mehr wagt, so, was schon ziemlich krass ist, so, ne? Und ja, das stimmt schon irgendwie, ne? Also wenn man sich diese demografischen Dinge anschaut, die demografischen Pyramiden. Es ging ja, glaube ich, mehr um die alte Einstellung, ne? Also nicht unbedingt, dass Aber ich glaube, das hängt natürlich auch zusammen, wenn du dir anschaust, Asien, viel mehr junge Leute als in Europa einfach, weil einfach dieses industrialisierte Leben und dieses westliche Leben, dadurch wirst du einfach älter und es ist nun mal schon länger in Europa, dass du ein Gesundheitssystem hast, das dich länger am Leben erhält. Und in Asien kommt das erst und in vielen Ländern. Dadurch ist halt auch viele Menschen. Es gibt halt viel mehr Familien mit mehr Kindern, China jetzt ausgenommen, aber trotzdem,
Ja, also viel mehr junge Leute. Das, glaube ich, manifestiert sich dann auch ein bisschen in der Gesellschaft wieder. Wobei man dazu halt auch sagen muss, in Japan zum Beispiel, da ist ja das Problem des demografischen Wandels noch stärker als jetzt hier in Deutschland. Dort gibt es viel zu viele alte Menschen. In China ist das Problem aktuell noch nicht vorhanden. Die Ein-Kind-Politik ist jetzt schon seit 10 Jahren, glaube ich, vorbei. Da gibt es jetzt so eine Zwei-Kind-Politik irgendwie. Aber weil die Kinder irgendwie vor der Ein-Kind-Politik langsam auch alt werden in China, gibt es das Problem, dass da eine riesige Welle an alten Leuten bevorsteht. Und die stehen sozusagen noch vor dem Problem, was wir aktuell in Europa so insgesamt haben. Aber das ist noch ein eigenes, ganz eigenes Thema, ja. Das ist. Eine interessante Frage fände ich, weil SpaceX, Hype-Thema, Elon Musk will zum Mars. Wir haben schon darüber geredet, Mars ist sau schwer und auch die Frage, ob man da hin sollte. Aber mit seiner Einstellung und diesem praktisch Ultraziel, zum Mars zu kommen, hat der Technologien geschaffen und hat die Raumfahrt vorangebracht. Und tatsächlich, egal was jetzt mit Mond sein wird von der NASA, da wird SpaceX eine Rolle spielen, ob das jetzt Supply ist oder ob das jetzt irgendwelche Länder oder so sind. Also an SpaceX wird man nicht mehr vorbeikommen und deren Technologie, da wird die komplette Raumfahrt von profitieren. Und dementsprechend ist seine Saat, wenn man sich mal anguckt, was er sich überlegt hat Anfang der 2000er, wo er gesagt hat, er will wieder die Leute für Raumfahrt begeistern und hatte eigentlich nicht gedacht, dass es das klappt, sondern er will einfach ein paar Projekte machen, die irgendwie so geil sind, dass die Leute wieder Bock haben auf Raumfahrt. Irgendwie hat es geklappt, ne? Also jetzt totales Hype-Thema und jetzt profitiert die komplette Raumfahrt davon, dass der da den Laden aufgeräumt hat und alle sich jetzt auf einmal anstrengen müssen, so, ne? Wenn wir bei agiler Entwicklung und Ja, hör auf mit agil, das Wort habe ich diese Woche viel zu oft gehört, ehrlich. Also ernst. Danke für die Einwände. Das war etwas, also das hatte ich jetzt gerade noch nicht auf dem Schirm, aber so gerade die Begeisterung auch in der Bevölkerung dafür ist natürlich unglaublich wichtig. Was da passiert, wenn die Bevölkerung nicht so begeistert ist, das sieht man ja oder sah man ja an der Mondlandung. So die erste Mondlandung noch hat quasi jeder Erdenbürger verfolgt und dann die 10. Mondlandung oder was weiß ich, die 7. bemannte, wurde dann fast gar nicht mehr eingeschaltet im Vergleich jetzt zur ersten. Da ist so eine konstante Begeisterung mit immer neuen Dingen, wie das ja aktuell SpaceX liefert, schon ziemlich wichtig, ja. Gut, bevor wir dazu auch nicht mehr kommen, wollen wir auf ein paar Fragen der Zuschauer eingehen. Und zwar hat zum Beispiel Transformator gefragt, nee, Freidenken, Entschuldigung, Freidenken hat gefragt, und wie sieht es mit Indien auch aus, neben China und Russland? Man hört ja immer nur das NASA-Programm. Ja, Indien ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Das Ich Einzige, krieg. was ich Sorry. weiß, ganz kurz, das Einzige, was ich weiß, ist, dass die schon ein paar Sonden um den Mond herum geschickt haben. Aber so was bemannte Raumfahrt angeht, sind die so weit von irgendwas entfernt, noch weiter als die ESA, die, ich meine, immerhin die ESA hat ja ein paar Astronauten zur ISS gebracht. Andreas, ich will dir ungern dazwischenreden, aber tatsächlich haben die Ja? Inder ein bemanntes Raumfahrtprogramm. Ach so. Ja, das Raumschiff heißt Gangiyaan, also das ist, Aha, das jetzt völlig geschlachtet, die Aussprache. aha. Das Problem bei der indischen Raumfahrt ist, dass wir da hier wenig von mitkriegen und es ist ganz, ganz schwer, da an Quellen zu kommen. Und ich arbeite seit geschlagenen 4 Monaten an einem Video über dieses indische bemannte Raumfahrtprogramm. Du kriegst kaum Informationen da, mein Sanskrit leider relativ schwach ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist mehrfach verschoben worden, aber tatsächlich wollen die 2024 spätestens ihre erste bemannte Mission starten. Manche Quellen sagen 2022, dann wollen die tatsächlich ein bemanntes Raumfahrt starten, bemanntes Raumschiff starten. Das existiert auch schon im Entwurfsstadium. Es ist ein relativ kleines Raumschiff, also Masse 8 Tonnen insgesamt. Werden auch nur 2 Leute erstmal drin sitzen. Ist ein interessantes Projekt, aber die sind da dran, ne? Und die trauen sich das auch zu. Die entwickeln ihre Rakete, diese GLSV, glaube ich, heißt sie, Mark III, entwickeln die so weit weiter, dass die halt human-rated ist, dass da Astronauten mit starten können. Und dann wollen die loslegen. Und natürlich sind die bei weitem nicht so weit wie die.
wie die NASA oder auch nicht so weit wie die Chinesen. Die haben ja schließlich ein betriebsfähiges Raumschiff, wobei man sagen muss, die Inder haben es halt zum großen Teil selber geschafft, ne, mit eigener Technologie. Ja, wir wissen, dass die Chinesen ja, sag mal, heftig beeinflusst wurden von sowjetischer und russischer Technologie. Das ist spannend zu sehen. Die Inder sehen sich ja als strategischer Rivale der Chinesen, ganz klar. Das sind die beiden großen Mächte, auch die großen Mächte der Zukunft. Ne? Und ich bin mal gespannt. Die Inder haben ja auch durchaus Erstaunliches geschafft. Die haben es, glaube ich, geschafft, als erste Nation beim ersten Versuch eine Sonde in die Marsumlaufbahn zu bringen, was eine was ziemliche Leistung ist. Ne? Also Mit die weniger Budget als ja. rettet Mark Watney. Deswegen, das ist ein total interessantes Thema und das lohnt sich da mal hinzugucken. Und wie gesagt, sobald ich das hinkriege, ich sag mal, spätestens bis 2024 ist mein Video draußen über das Auf indische jeden Fall, Raumschiff. bevor irgendeiner der Nationen auf dem Mond sein wird. Wahrscheinlich. Ja, danke, dass du das ergänzt hast. Da hätte ich ja völligen Quatsch gerade erzählt. Gut, dass wir hier so verschiedene Experten zusammen haben. Ja, dann Thomas Gerdes hat ja gefragt, wie schützt man die Mondkolonie vor Mikrometeoriten? Also Ja. ich glaube, das hatten wir vorhin ein, zwei Mal. Da gibt es entweder die Möglichkeit, unter die Mondoberfläche zu gehen, also dass du deine Habitate unter dem Mond reguliert baust, oder eben in Lavaröhren zum Beispiel, oder einfach auf der Oberfläche baust und sie dann zuschüttest. Du könntest Ja. natürlich theoretisch auch mit irgendwelchen Kevlars arbeiten, aber das ist dann wieder Gewicht und preislich, glaube ich, nicht sehr machbar. Also abenteuerliches Abwehren mit irgendwelchen Raketen wird da wahrscheinlich eher nicht drin sein. Da wäre es sinnvoller, sich unter die Mondoberfläche zu verziehen. Glaube, das ist so kurzfristig das Vernünftigste einfach. Ja. Für einen Science-Fiction-Film wäre natürlich die Methode besser, dann mit Railguns oder sonst was auf der Mondoberfläche auf die ganzen Das wäre geil. Meteoriten zu schießen. Oder So. Laser. Einfach mit Oh mehreren Lasern. ich habe da nicht nochmal Ad Astra gesehen. Hat denn einer geguckt von euch? Ad Astra mit Brad Pitt? Nein, Da den gibt habe es ich eine gesehen. der Hälfte ausgemacht. Irgendwie war nicht mein Film. Gibt's eine sehr, sehr coole Mondkampfszene mit Mondrovern, die eigentlich nichts völlig sinnlos ist in dem Film, aber ich fand's gut. So könnte man sich dann Kriegsführung auf dem Mond vorstellen. Ja. Aber ich finde den Film für seine Schauwerte empfehlenswert. Auf jeden Fall. Okay, dann hatte Freidenken jetzt noch eine andere Frage. Hat sehr viel gefragt, aber eine der vielen Fragen von Freidenken war, gibt es denn schon Pläne an Industrieausrüstung, die gerade hergestellt wird, um auf dem Mond Rohstoffe zu fördern? Gute Frage. Glaube nicht, aber also ich glaube, so diese ganzen Konzepte, von denen ich so weiß, das sind ja dann immer so Versuchsträger oder irgendwelche Technologiedemonstratoren. Also, Ich glaube auch, dass es am Anfang eher wichtig sein wird, wie du sagst, vorzufühlen, was gibt es, und dann diese Technologie anpassen und schauen, okay, man kann da leicht Eisen abbauen beispielsweise. Also gehen wir da hin und überlegen uns, was für Eisen. Moritz, ich glaube, du bist Mir da. fällt gerade ein, genau, also ich bin da eigentlich durch ein Scott Manley-Video drauf gekommen, auf diese NASA-Konzept-Dinger, die dann irgendwie ihre 125.000 Dollar kriegen oder so. Und da eines von diesen Konzepten war auch, im Prinzip Regolith zu verdampfen und da dann aus den Dämpfen Mineralien zu gewinnen. Und das ist im Prinzip auch, das ist sowas, also Vorphase, ne? Dass man sagt, wegen Technologiedemonstrator und dass man sich jetzt schon überlegt und dann bekommt dann dieser Typ dann seine 125.000 Dollar Forschungsbudget, um das weiter auszuarbeiten, das Konzept, und dann guckt man mal weiter und so. Und das ist halt sehr weit in der Zukunft und erst dann ist es ja auch erstmal nur ein Technologiedemonstrator, der dann auf den Mond muss, ne? Das heißt, das ist ja dann auch kein industrieller Maßstab, sondern das ist nur Technologiedemonstrator, den man dann eventuell zum Mond schicken würde. Also das ist so, meine ich, das höchste der Gefühle und das war letztes Jahr. Also dann, wenn das ein NASA-Konzept ist, würde ich jetzt davon ausgehen, dass da technologisch noch nicht viel mehr
gemacht wurde. Es gibt bestimmt Firmen, die schon Geld einsammeln für großen Mondabbau, um Milliarden zu verdienen und irgendwelche Gelder einzusammeln, aber ob das dann so wirklich passiert, nein. Also wenn es ums Einsammeln geht, sorry, da können wir ja eigentlich auch schon mal was aufmachen. Hier kommt, anfangen. Ja, fangen wir schon mal an, sammeln wir schon mal. Und dann, vielleicht rufen wir Benny noch an, der macht dann die Rechtsberatung und genau. Dann verkaufen wir ein paar Schiffrechte. Das wird besonders spannend, weil sobald dann Leute anfangen, am Mond wirklich Geld zu verdienen, wird es echt spannend, weil du darfst ja am Mond theoretisch nichts besitzen. Und wie wird das denn gehandhabt? Und wer setzt dieses Recht überhaupt durch? Die Leute sind dann dort und sobald sich wer in die Quere kommt, wird es echt... Der mit den größeren Lasern. Genau, der mit den größeren Lasern wird dann gewinnen. Das wird echt... Das ist nur eine Frage der Zeit, bis dann die ersten Interessenskonflikte sind. Da gibt es auch so Leute, die verkaufen Mondgrundstücke, was ja absurd ist, weil du darfst ja laut Weltraumrecht nichts am Mond besitzen. Ha, also, in 5 Jahren sagst du, hätte ich mal damals eins gekauft. Ja, vielleicht stimmt das ja. Ich habe meinem Papa zu seinem 55. Geburtstag ein Mondgrundstück geschenkt und meinte dann so, ja, deine Kinder oder deine Enkel oder wer auch immer kann dann in Zukunft darauf leben, aber das ist ja letztendlich so ein Schmuh. Das heißt, Theorie, aber wenn, nein, ich sag das nicht. Benny ist da der Experte, was das angeht. Der Benny. Aber wie gesagt, er hat ja auch ein Video darüber gemacht, also von daher geht auf Space Laws Kanal, der weiß, worüber er redet. Ja. Philipp Marx hat eine Frage gestellt, die ein bisschen anders, also die ein bisschen über das unser Thema hinausgeht, aber vielleicht können wir das ja mal ganz, ganz kurz beantworten. Bergbau im Asteroidengürtel, würde das Sinn machen? Chris, du hattest doch da einen Livestream drüber? Ja, hatten wir drüber gesprochen. Hatte ich auch mich schon mehrfach mit drüber beschäftigt. Ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Das ist, kann man mit einem entschiedenen Jein beantworten, ganz klar. Die Herausforderungen sind natürlich gewaltig und man muss dazu sagen, dass als ich mich zum ersten Mal per Video damit auseinandergesetzt habe, das war 2018, da gab es noch zwei Firmen, Deep Space Industries und Planetary Resources, die ganz, ganz viel Wind gemacht haben. Die haben ganz viel Geld eingesammelt von Investoren, von der luxemburgischen Regierung, weil das Land Luxemburg ist tatsächlich der europäische Champion in Sachen Asteroidenbergbau und Ressourcen aus dem All. Und die beiden Firmen gibt es halt nicht mehr. Ne? Die haben den Betrieb eingestellt. Es gibt noch ein paar andere im Moment, zum Beispiel TransAstra hat Konzepte, das hatten wir im Livestream vorgestellt. Es macht bei bestimmten Sachen durchaus Sinn. Ne? Wir wissen, dass massiv viele Materialien, auch sehr wertvolle Materialien im Asteroidengürtel im Prinzip in unbegrenzten Mengen vorhanden sind. Ja? Nicht nur da, auch auf erdnahen Asteroiden, die leichter zu erreichen sind. Aber natürlich würde es nicht so viel Sinn machen, dort Menschen hinzuschicken und die dort zum Abbauen sind. Das heißt, ich müsste das irgendwie robotisch schaffen. Und das ist prozesstechnisch natürlich eine Herausforderung. Trotzdem bin ich der Meinung, dass das für gewisse seltene Erden, zum Beispiel für gewisse seltene Metalle und so weiter, durchaus wirtschaftlich darstellbar wäre. Es gibt eine Studie von, nicht Stanley Morgan, die anderen. Die haben auf jeden Fall gesagt, wenn man sich überlegt, dass eine Mine auf der Erde auch Milliarden kostet, ne? Das ist ja kein billiges Unterfangen, so eine Mine einzurichten. Die sagen, also die Investitionskosten wären vermutlich irgendwo in ähnlicher Größenordnung. Und die Herausforderungen, die dort existieren, sind eher technischer als technologischer Natur. Und insbesondere, wenn wir sehen, dass die Startkosten immer niedriger werden, wenn Starship funktionieren sollte und wenn das Orbital Refueling funktionieren sollte und sowas, dann steht dem technisch gesehen eigentlich relativ wenig im Weg. Auch die Prozesstechnik selber könnte man bauen. Denn man würde halt diesen Asteroiden, man weiß ja, das sind mehr oder weniger so lose Schutthaufen, die durch die Gegend fliegen, ja, gerade die C-Typ-Asteroiden. Das würde man schon vermutlich, wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzen würde, irgendwie hinkriegen. Ne? Die Zeithorizonte sind halt massiv, weil die Reisezeiten auch so lang sind. Das sind immer mehrere Jahre zum Hinkommen, mehrere Jahre zum Zurückkommen und so. Ne? Also Herausforderungen sind da. Sinn machen würde es bei manchen Sachen meiner Meinung nach schon.
Ja, wir müssen darauf warten, dass irgendjemand loslegt. Und hier bringe ich auch mal wieder meine Freunde, die Chinesen, ins Spiel. Und auch das ist eines der strategischen Ziele, die die sich gesetzt haben, nämlich Asteroiden zu erforschen erstmal und vielleicht als mittelfristiger Ausblick auch irgendwann dort eventuell Rohstoffe abzubauen. Lese ich gerade ein geiles Buch, Delta V von Daniel Suarez. Kann ich super empfehlen. Also da geht es um Asteroidenbergbau und was ist so witzig, da werden auch so mehrere Milliardäre beschrieben, die natürlich ganz anders heißen, aber irgendwie weiß man schon, um wen es geht. Und von wegen, und dann gibt es dann praktisch einen fiktiven Milliardär noch, der dann Asteroidenbergbau machen möchte und auch rechtliche Fragen und spielen da eine Rolle und so und super geiles Buch. Also ich bin noch nicht durch, aber ich habe richtig Spaß dabei. Also hätte ich nicht Cool. gedacht, wurde mir von einem Werkstudenten empfohlen. Liebe Grüße, Tim, vielen Dank für die Buchempfehlung. Ja, Ist das danke für den Tipp, Fiktion? das werde ich mir mal angucken. Fiktion oder? Bitte? Fiktion scheint es zu Ja, sein. Fiktion. Ja, okay. Oh, das ist Ja. so. Aber es Okay. spielt so nahe Zukunft, weil sie sagen irgendwie praktisch 2034 brechen wir auf, um Asteroiden zu meinen. Alleine schon dann die Milliardäre, die dann zwar anders heißen, aber die man dann wahrscheinlich trotzdem leicht erkennt. Ich Ja. liebe ja so Bücher, die dann bestehende Figuren, oder also Menschen, real existierende Menschen nehmen, die nur so ein bisschen umändern und die du dann an ihrer Art und Weise sofort erkennst, ja. Also so einen wie Elon Musk, ich meine, den würde man immer, glaube ich, sofort erkennen. Ja. Jetzt hatte, Moment, so war die Frage, genau, Weltraumfreund. Wie nah könnte man eine Sonde in die Mondumlaufbahn schicken, ohne dass die Anziehungskraft sie erwischt und runterzieht? Ziemlich nah. Der Mond ist ja gravitationstechnisch gesehen jetzt nicht so stark aufgestellt wie die Erde. Man hat es jetzt mal in vergleichbaren interplanetaren Missionen sogar geschafft. Ich glaube, das war bei Ceres, die Sonde, die Ceres untersucht, bis zu 50 Kilometer an den Planeten heranzubringen. Ich glaube sogar noch näher. Und da geht einiges. Also. Da könnte man, ja, jetzt so ein Kilometer, wie das jetzt hier im Chat vorgeschlagen wurde, ist vielleicht ein bisschen zu nah, weil es ja auch noch auf dem Mond einige kleinere Gravitationsunterschiede gibt, weil es ja entsprechende Masseschwerpunkte auf dem Mond gibt. Das heißt, ein Kilometer wäre ein bisschen zu nah. Aber ich denke mal so, 50 Kilometer, 40 Kilometer wären vielleicht drin. Man sollte es ja auch nicht übertreiben. ja. Aufgrund der fehlenden Atmosphäre hätte man auch keine Reibung. Das heißt, da könnte man das Ding einmal ausgesetzt endlos sozusagen kreisen lassen. Ja, man muss auch natürlich, wenn wir physikalisch korrekt sein wollen, auch sagen, dass das natürlich erstmal nur von der Geschwindigkeit abhängt, ne? Das heißt, eigentlich kann man auf jedem Körper, der keine Atmosphäre hat, im Prinzip beliebig nah an der Atmosphäre einen Orbit erreichen, ne? Wir fliegen ja nur hoch auf der Erde, weil wir halt so eine dicke Atmosphäre haben, ne? Ansonsten geht es ausschließlich um Geschwindigkeit. Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Aspekt auf jeden Fall dabei. Ich habe eine Frage, weil ich auch gerade gesehen habe, dass es Raumzeit-Vlog der Zukunft geschrieben habe, die ja auch einen großen YouTube-Kanal haben und damit ich nicht von wegen das mit dem Mond falsch erzählt hatte. Also weil die Frage ist nämlich, also rotiert der Mond auch oder umrundet er nur? Und das ist natürlich mit, im All ist ja immer alles relativ, das heißt Bewegung und Rotation und so weiter, man muss immer gucken, welches Bezugssystem das ist. Aber wenn ihr Zuschauer, wenn ihr die Sonne seid, weil mein Kanal ist natürlich ein zuschauerzentrisches Weltbild, und mein Kopf irgendwie die Erde ist, dann braucht praktisch der Mond ja einen Monat, um die Erde zu umrunden. Und je nachdem, wo der Mond steht, wenn er jetzt so steht, dann geht ja das ganze Sonnenlicht hier hin. Und wir auf der Erde, wir sehen dann im Prinzip die dunkle Seite, das ist dann Neumond, dann ist er dunkel. Und desto mehr er sich dreht, desto mehr wird er angestrahlt. Oder wir sehen dann diese Sichel. Und wenn er hier steht, dann und nicht von meinem Kopf verdeckt ist, dann haben wir Vollmond und dann haben wir abnehmenden Mond und ja, so. Und das heißt, der Mond rotiert schon auf seinem Weg um die Sonne, aber er zeigt uns eigentlich immer die gleiche Seite. Mit einer kleinen Eierung macht so ein bisschen was, dass man auch ein bisschen mal mehr und mal weniger da sieht, aber grundsätzlich eigentlich immer die gleiche Seite. Danke nochmal für die Erklärung. Das war sehr hilfreich. Weltraumfreund hat jetzt noch gefragt,
Ich denke, da könnte Chris auch wieder was erzählen. Könnte man durch starke Triebwerke an Sonden einen Asteroiden in die Erdumlaufbahn ziehen, damit man einen neuen Trabanten hat? Möchtest du dazu was sagen? Ja, da gibt es ja, da gab es tatsächlich relativ viele Konzepte. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat. Es gab ja mal, bevor dieses LOPG oder Gateway so ein Gespräch war, man suchte ja ein Ziel für Orion. Und unter der Obama-Administration, da ist sowas aufgekommen, das nannte sich die Asteroid Redirect Mission. Das war im Prinzip, bevor das ein bisschen eingedampft wurde und letztlich nur noch Brocken geborgen werden sollten, war das tatsächlich genau die Idee. Man braucht noch nicht mal starke Triebwerke. Im Prinzip braucht man im Prinzip nur sowas wie einen Gravity Tractor, nannte sich das. Das ist im Prinzip ein mittelmassives Raumschiff, was im Prinzip durch leichte Schwerkrafteinflüsse sowas halt ablenkt und in die entsprechende Umlaufbahn bringt. Und ein bisschen das Problem bei den Triebwerken ist, wie schon gesagt, so ein Asteroid ist, wenn das nicht gerade jetzt ein massiver Metallkörper ist beispielsweise, dann ist das tatsächlich mehr so eine, da kann man sich im Prinzip vorstellen, das wissen wir spätestens seit OSIRIS-REx, ne, ist im Prinzip wirklich eine Art Kieshaufen, der durch gravitationlose zusammengehalten durchs All fliegt. Wo bringst du da halt ein Triebwerk an? Ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Ne? Kleinere Asteroiden könnte man natürlich durch in so eine Art Sack einbauen. Das ist so dieses Transaster-Konzept, wer sich das mal angucken will. Transaster hat auch eine Webseite. Da ist tatsächlich die Idee, man im Prinzip öffnet man so eine Art Tüte oder Sack und dort wird der Asteroid quasi eingepackt und das wird halt benutzt, um dem Zusammenhalt irgendwie zu geben, ne, und den halt dann in Richtung Erde zu bringen. Also das ist möglich, kommt natürlich auf die Masse an. Da gibt es Konzepte, bei sehr massiven Asteroiden wäre das sicherlich relativ schwierig, bei kleineren würde das gehen. Was ist, wenn du kleinere Asteroiden verwendest, um größere abzulenken? Mit einem kleinen, relativ kleinen Schiff kleine Asteroiden dazu bringst, größere, und dadurch eine Kettenreaktion auslöst? Also ich glaube, soweit ist das gar nicht gedacht. Es geht tatsächlich um dann die kleineren Asteroiden selber, dass die halt selber in die Erdumlaufbahn gebracht werden, ne? Oder in eine Mondumlaufbahn, um dort halt dann, sag mal, geerntet zu werden. Nur ich, bei sowas frage ich mich natürlich auch immer, wenn da was schief geht und das Ding klatscht irgendwo hin, wo es nicht hin soll, wer bezahlt die Versicherung? Das ist ja aktuell, wer die fünfte Staffel von The Expanse gesehen hat, ich möchte da jetzt auch nichts spoilern, aber ich sag mal, da geht es ja unter anderem auch um dieses Problem und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Also man kann sich auf jeden Fall darauf freuen, wenn man die noch nicht gesehen hat. Ja. Ja. Gut. Ich sehe gerade die Info von den Mods von Martin, dass das Human Landing System jetzt anscheinend offiziell von SpaceX gebaut wird. Das wurde anscheinend jetzt gerade im NASA-Stream bekannt gegeben. Ja, es gibt einen NASA-Livestream gerade, genau. Wer das Human Landing System von SpaceX nicht kennt, das ist quasi im Endeffekt nichts anderes als Starship, das sie gerade bauen. Nur es soll eben die kleinen Flügelchen nicht haben. Dann hat es zusätzlich noch weitere Triebwerke, die nicht unten am Starship angebracht sind, sondern in etwas in 30, 40 Metern Höhe circa, oder 20 bis 40 Meter Höhe circa, ich möchte das nicht anlügen, um eben auf dem Mond landen zu können, denn die Triebwerke würden dieses lose Gestein und diesen Staub so sehr aufwirbeln, deswegen versuchen die, diese Triebwerke ein bisschen weiter oben zu platzieren, um bei der Landung sich die Landefläche nicht wegzupusten quasi. Ich glaube, da hat SpaceX ganz gute Konzeptionsarbeit geleistet und vor allem jetzt mit ihren Tests mit Starship haben sie bewiesen, dass generell dieses Konzept zukunftsfähig ist und das hat, glaube ich, hier Früchte getragen. Das kann auf jeden Fall schon explodieren, das haben sie definitiv bewiesen. Das haben sie bewiesen, ja. Roman hat gerade geschrieben, Grund, warum SpaceX es wird, eigentlich hatte die NASA kein Geld für eines von den drei Konzepten und dann hat SpaceX gesagt, wir machen es für die Hälfte. Also das ist so Quatsch, also so, ne, von wegen Wettbewerb ausschreiben, eigentlich kein Geld dafür haben, es auszuschreiben und NASA sagt, wir machen es billiger. Ah. Ne. Das kann sich SpaceX dann leisten, wenn sie einen regelmäßigen Income-Stream haben, weil
Erstens mal Falcon 9 in Hochbetrieb im Moment und Starlink ist schon in Teilbetrieb und Starlink soll ja Milliarden generieren für dieses Unternehmen und wenn das Unternehmen so flüssig ist, können die sich dann natürlich dann solche Spielereien leisten und das sagen, hey, ich hebel mal alle anderen einfach aus, weil ich es Jetzt kann. stell dir das mal vor, ne? Jetzt stell dir das mal vor, die werden mit einer Orion-Kapsel zum Mond fliegen, ja, und aus dieser winzigen Kapsel in dieses 50 Meter lange Starship umsteigen, um zum Mond runterzufliegen. Das, ja, Ja. wird interessant. Wieso nicht? Wer kann, der kann, ne? Aber bin schon gespannt. Ich muss mir das dann muss dann nachholen. Dieses Ja, auf jeden Fall. Muss man sich angucken, müssen wir auch einmal. Pflichtprogramm. Bin sehr gespannt, ich werde mir das gleich mal auch mal angucken, den Livestream, der wird ja als Aufzeichnung verfügbar sein und dann. Dann machen wir eine letzte Frage noch und zwar wieder von Weltraumfreund. Auf der Erde gibt es ja immer ein bisschen Restlicht nach Sonnenuntergang. Wie sieht das auf der Rückseite des Mondes aus, wenn sie von der Sonne abgewendet ist? Ja, also das Restlicht auf der Erde, das gibt es ja, weil erstens mal, weil wir eine Atmosphäre haben und zweitens mal, weil es hier Wolken gibt, die ja dann zum Teil auch das Sonnenlicht reflektieren. Das hat man auf dem Mond nicht. Aber so ein bisschen Restlicht gibt es da auch, weil es ja auch Gebirge und Täler auf dem Mond gibt. Aber das wird halt nicht so lange, jetzt würde nicht so lange dort zu sehen sein, wie das jetzt hier auf der Erde zu sehen ist. Das heißt zwar nicht, dass es jetzt von einer Sekunde auf die andere sofort zappenduster ist, wie ein Lichtschalter, aber man hätte nicht so einen sanften Übergang zwischen Nacht und Tag oder Tag und Nacht, wie es auf der Erde der Fall ist. Ist zumindest das, was man da sagen kann. Ja, gut. Dann erstmal vielen, vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank an die Moderation. Ihr habt einen super Job gemacht. Roman, Patrick und habe ich jetzt jemanden Martin. vergessen? Martin, Entschuldigung. Auch letztes Mal fast schon vergessen. Ihr macht immer einen sehr guten Job. Danke an meine Mitdiskutanten, dass ihr dabei wart. Danke für die Danke für die Einladung. Einladung. Danke für die Einladung, ja. Und nächstes Mal sind wir dann bei Chris, genau, in einem Monat, an einem Datum, zu einem Datum, das noch nicht so ganz festgelegt ist, aber es wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. Und ja, es war wieder sehr interessant. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Und ja, vielleicht noch als letztes Wort. Wann denkt ihr, wird es soweit sein, dass die erste Mondbasis errichtet wird? Einfach nur ein Ja plus kurzer Gedanke von euch geben. Ohne jetzt irgendwas Großes zu sagen, einfach irgendein Ja sagen. Also ich sag mal, 2028 haben wir ein Okay. Dutzend Menschen. Ja, verdammt, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Ich hätte gesagt 2025 oder 26 Landung und 2028 permanente Präsenz. Okay, ich hätte tatsächlich 2030 gesagt, aber ja. Ich sage 2040, weil ich denke, dass das nicht so schnell geht. Ich meine, super, wenn das so schnell läuft wie bei euch, wie ihr das jetzt gesagt habt, aber mal gucken. Ich bin eher da ein bisschen pessimistisch eingestellt. Nehme aber gerne Wetten an. Okay, dann macht's gut, gehabt euch alle wohl und lebt lange und in Frieden. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. So, Stream ist.